Guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind hier in der Lenin Society of London und das ist natürlich eine Besonderheit, dass ich hier Deutsch spreche. Ich denke, dass ich hier am Präsidententisch, wo im Hintergrund auch der Präsidentenstuhl ist, wohl das erste Mal ein deutscher Vortrag stattfindet in der jahrhundertelangen Geschichte dieser ältesten weltweit arbeitenden biologischen Fachgesellschaft. Dort hinten an der Wand ist das berühmte Gemälde von Charles Darwin und von Alfred Russel Wallace. Das sind die beiden Menschen, die die Evolutionstheorie oder Kollegen, sehr geschätzten Kollegen, die die Evolutionstheorie hier vorgestellt haben oder die Beobachtung der Evolution. Hier in der Lenin Society of London haben die das vorgestellt und hier stand ich noch nie. Da drüben habe ich schon einen Vortrag gehalten an der Ecke, aber hier an diesem Tisch stand ich noch nie und ich bin jetzt seit genau 25 Jahren Mitglied hier. Also Fellow noch nicht seit 25 Jahren, aber Mitglied bin ich schon seit 25 Jahren. Ist also was Besonderes auch für mich und ich habe mir überlegt, dass wir hier einfach mal unser Update für Herbst 2023 machen. Für die, die das nicht kennen, ich stelle immer die neuesten Informationen und Messungen zu Klima und Umwelt dar und bei TikTok, das könnt ihr jetzt, wenn ihr das bei YouTube, Facebook, Instagram seht, natürlich nicht sehen, da könnt ihr jetzt keine Fragen stellen, da könnt ihr was drunter posten, aber gleichzeitig läuft das live auf TikTok. Es ist August 2023 und unser Update oder mein Update ist für Herbst 2023. Ich mache das immer so ein bisschen mit den neuesten Messungen. Keine Meinungen, nur Messungen. Wir leben in einer Zeit, also in diesem Sommer 2023, in der es sehr heiß ist. Es war der heißeste Juli aller Zeiten. Das ist gemessen, das ist also keine Meinungsäußerung. Ich zeige euch übrigens für die, die die Vorträge nicht kennen, noch immer so alle möglichen Quellen, damit ihr seht, ihr könnt euch auch selber informieren. Ihr müsst nicht super komplizierte englische Texte lesen, sondern ihr könnt das auch woanders lesen, zum Beispiel in der Bild. Und hier, das ist etwas, woran sich vielleicht in mehreren Monaten kaum noch jemand erinnert, weil dann schon wieder was anderes Schlimmes oder vielleicht auch Schönes passiert ist. Aber es gab riesige Erdrutsche in Slowenien, auch in Österreich. Und es ist gerade eine komplette Stadt in Hawaii abgebrannt. Sowas gab es noch nie in der Geschwindigkeit. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern das ist jetzt seit diesem Sommer 2023 sicher messbar, dass das die Einwirkungen der sich verändernden Umwelt sind, also dass es immer wärmer wird und immer trockener wird oder eben auch wie hier sehr, sehr viel, dazu kommen wir gleich noch, Wasser in der Luft aufgenommen wird und dann flutartig herniedergeht. Zunächst mal kurz etwas zu euren Anmerkungen zum letzten Vortrag. Die erste Anmerkung oder eure Zuschriften, E-Mails waren das in dem Fall, war, ich habe erzählt, dass schwarze oder dunkle Gebäude, besonders aus Beton wie hier, das ist während der Bauphase in Berlin, das ist mitten in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz, dass die sehr viel Energie aufnehmen. Und dazu kamen viele interessante Kommentare, nämlich erstens, es werden gerade neue Farben entwickelt, aber werden gerade entwickelt oder sind gerade erst jetzt verfügbar, die nicht mehr so viel Hitze aufnehmen. Es ist nämlich so, dass auf unserem Labor, da haben wir so einen Balkon, wo wir immer Pflanzen für Insekten hinstellen und Experimente für den NABU-Insektensommer machen. Da konnte man barfuß nicht mehr drauf gehen, weil er so heiß war und das war nur dunkelgrau, der Boden gestrichen. Aber es ging nicht mehr, konnte man nicht mehr drauf gehen. Da hat mir ein Malermeister geschrieben, dass das jetzt versucht wird zu lösen, indem Farben entwickelt werden, die nicht mehr so viel Hitze in dem Fall jetzt sozusagen speichern. Und das zweite ist der Beton. Das ist ein Riesenproblem, der nimmt auch super viel Wärme auf. Dieses Problem ließe sich natürlich dadurch lösen, dass man endlich mal die Fassaden begrünt. Da könnt ihr was hochklettern lassen, da gab es sehr viele Diskussionen drum. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung, die auch funktioniert, die habe ich auch schon oft gesehen. Also ich weiß, dass sie funktioniert. Man kann nämlich vor dem Beton kann man ein Metallgitter machen und dann lässt man da die Pflanzen hochranken. Und dann funktioniert das, dann hat man, ohne dass der Beton da irgendwie angegriffen wird oder was auch immer, der Putz, ohne das habt ihr dann also wunderschön grüne Flächen, die die Temperatur sehr, sehr stark senken. Darüber haben wir schon im letzten Vortrag gesprochen. Wie gesagt, wir sind gerade in einer Zeit, in der die Notwendigkeit jetzt, das einfach mal zu tun, also nicht mehr so, nee, meine Fassade, da möchte ich aber keine Füßchen vom Efeu drauf haben. Ja, das Thema ist erledigt, brauchst du nicht, nimm eine andere Rankpflanze und mach ein Gitter davor. Damit ist das Problem gelöst. Das seht ihr hier, das ist eine relativ neue Meldung, die habe ich gestern runterkopiert von NASA Earth. Da könnt ihr sehen, dass am 8. August die Brände, die man da sehen konnte in Maui, in Hawaii, die wirklich super krass waren, die konnte man aus dem Weltraum sehen. Hier ist Active Fire, da ist Active Fire und darum geht es gar nicht. Die Bilder habt ihr alle in den Nachrichten gesehen, sondern um diese Meldung. Die strong winds and dry weather helped fuel destruction wildfires on Hawaii's second largest island. Und das bedeutet, dass genau die Veränderungen der Umwelt, die wir durch die Klimaveränderungen haben, dass die dazu, die haben
sehr stark dazu beigetragen, dass das Ereignis überhaupt stattfinden konnte. Bis vor ein paar Jahren haben viele Leute noch gesagt, das glaube ich nicht, es gab schon immer Naturkatastrophen und so. Das ist aber messbar nicht richtig, weil früher natürlich viel weniger Aufzeichnungen vorlagen, also wenn man über die letzten 2000 Jahre jetzt geht. Und das zweite Problem ist, dass die jetzigen Temperaturbedingungen natürlich auch rasant steigen, sodass, also wenn ihr sagt, zum Beispiel ihr guckt euch Messungen aus den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren an, dann habt ihr natürlich noch gar nicht die Trockenheit und das Wasser und die ganzen Veränderungen, die jetzt neuerdings herrschen, mit aufgenommen. Also die Diskussion ist auch erledigt. Es gibt keinen Zweifel mehr wissenschaftlich durch Messungen, dass die Anzahl der, nennen wir es mal, Wolkenbrüche und Klimaveränderungen sehr stark dazu beiträgt, dass diese ganzen Fires stattfinden. Das ist ganz sicher so und auch die Überschwemmungen. Und der zweite Nachtrag, den fand ich auch sehr schön, das war auch eine Zuschrift zum Insektenschwund. Darüber spreche ich ja schon sehr, sehr lange. Das will ich heute gar nicht so zum Thema machen. Ist, dass auch heute noch manche Menschen, wie zum Beispiel hier auf der Seite von auto.de, immer noch das als Attacken aufs Auto erleben, wenn Insekten den Autolack verschmutzen. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem sein soll, weil man kann die ja mit Wasser abwaschen. Und wir wären auch alle sehr, sehr froh, wenn das wieder zurückkehren würde für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer. Früher sah die Welt, also sagen wir mal bis vor 15 Jahren, 20 Jahren, sah das nach einer Autofahrt im Sommer immer so aus, dass alles voller Insekten war. Und selbst heute empfinden das Menschen immer noch irgendwie als lästig. Insektenrückstände beseitigen mit ganz, ganz, ganz vielen Tipps und Tricks. Dabei kann man die wirklich mit Seifenwasser und Einweichen einfach abwaschen und in den meisten Gegenden gibt es das überhaupt nicht mehr. Da könnt ihr rumfahren, so viel ihr wollt. Da kleben überhaupt keine Insekten mehr dran, weil wir im größten Artensterben sind, seit Menschen auf der Erde leben. Das ist gemessen. Darüber könnt ihr in den anderen bisherigen Umweltupdates könnt ihr alles hören mit alle Messungen. Und gleichzeitig sind wir im sechsten Riesenartensterben, seit es Leben auf dem Planeten Erde gibt. Habt ihr richtig gehört? Dazu, wie gesagt, habe ich bereits gesprochen. Deswegen will ich lieber auf die neuen Entwicklungen eingehen. Hier zum Beispiel Giftwolkenalarm. Sowas passiert dann natürlich, wenn die natürlichen Kreisläufe aus dem Gleichgewicht geraten. Dann vergiftet man alles. Hier führt diese Stadt laut Bild-Zeitung im Juni 2023, also vor, sagen wir mal, grob 2 Monaten, führt die also tatsächlich einen Luftkrieg und möchte durch Insektengifte das tun, was, von dem wir wissen, dass das alles nur noch schlimmer macht, nämlich die Mücken einfach vergiften. Warum ist das schlimm? Das wissen wir schon seit jetzt 50 Jahren, weil wenn ihr die ganzen Insekten tötet, also ihr trefft natürlich nicht nur die Mücken, sondern alle anderen Insekten und dann alle Lebewesen, also Pflanzen, Vögel, alle, die von den Insekten abhängig sind, weil sie in einem gemeinsamen Kreislauf drin eingebettet sind, die sterben dann natürlich auch. Und das ist also eine Technik, die man vor 50 Jahren vielleicht mal einsetzen konnte, aber die heute wirklich gruselig ist. Ich verstehe natürlich die Leute, die nicht gestochen werden wollen. Die Ines hat natürlich auch ständig so riesen Quaddeln, die ist sehr empfindlich gegen Mückenstiche, aber da muss man sich dann durch Insektennetze schützen oder durch Patchouli im Fall von der Ines. Die nimmt gerne Patchouli, funktioniert auch, aber nicht durch solche Gifte, weil die sind der Grund, dass wir überhaupt jetzt in dieser größten Katastrophe und dem größten Massensterben gelandet sind, seit es Leben auf der Erde gibt, wie gesagt. Entschuldigung. Ich kann euch mal ein Beispiel sagen, wie das dann aus dem Ruder gerät. Ich war ja vor einiger Zeit bei der Mottenwoche im Museum of Natural History in London und habe in der ganzen Stadt Insekten gezählt. Das Video ist auch schon online. Da habe ich in den ersten 2 Tagen nur 6 Insekten in ganz New York gesehen, wohlgemerkt in Gärten. Also ich bin die ganzen kleinen Gärten in New York abgelaufen. Und hier seht ihr auch das Logo von der Mottenwoche und den von der Ines geschmähten Topfhut, der aber sehr gut gegen Sonne hilft. Und das war wirklich krass. Und was dann gekommen ist, ist dann dieses Insekt. Das wird in New York oder im State New York wird das also gefürchtet, nicht nur in der Stadt New York. Das hier sind die Jugendstadien. Verzeihung. Das hier sind die Jugendstadien, die ihr hier seht. Sehr, sehr schöne Tiere meiner Meinung nach mit diesen weißen Pünktchen und der sehr, sehr auffälligen Färbung hier im Asphalt Downtown in New York. Ungefähr so an der 14. Straße, würde ich mal sagen. Ganz ungefähr. Am Broadway oder nee, 10. oder 11. Straße, Entschuldigung. Und diese Tiere, da gibt's also, könnt ihr sogar im Netz eine Anleitung finden, da steht, when you see it, squish it. Also wenn man es sieht, soll man es direkt zerdrücken. Diese Tiere haben also die Stadt übernommen. Hier kommen sie gerade alle raus. Ich habe es auch in Brooklyn gesehen, im Garten. Und ungefähr jetzt, wo wir reden, wird man davon die Erwachsenenstadien sehen. Wunderschöne Tiere, richtig toll. Also schöne Falter, mottenartige Falter werden dann raus. Aber
Die können übrigens springen, die Larven. Das ist total faszinierend. Die können super plötzlich auf einmal mit total viel Energie springen. Das meint man gar nicht. Keine Falter, Zikaden. Guckt selber nach. Lycorma delicatula. Sie sind wirklich sehr delikat. Hier unten könnt ihr sogar sehen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Und diese Tiere haben jetzt die Stadt natürlich übernommen, weil alle anderen Tiere tot sind. Ne? Das heißt, wenn alles tot ist, entweder durch Insektengift, dann versuchen halt andere Tiere, die das vielleicht, die da zum Beispiel das aushalten, die können in diese Nische da reingehen. Oder es stirbt halt alles. Ne? Das kann halt auch passieren. Oder und alle Vögel sterben. Das sehen wir jetzt gerade in allen Großstädten in der Welt, dass die Vögel auf einmal sterben. Und viele fressen ja auch Körnchen, also es fressen ja gar nicht alle Vögel Insekten. Aber auch die Pflanzen sind davon betroffen. Damit kommen wir zur ersten kleinen Lösung, bevor wir zu den ganzen Messungen aus den letzten Wochen kommen. Wir waren vor kurzer Zeit in einem Bahnhof in Ostdeutschland und da hat man einfach mal am Bahnhof einfach die Wiese in Ruhe gelassen. Und da könnt ihr sehen, was in allerkürzester Zeit passiert. Nicht nur, dass die Temperatur viel angenehmer ist und dass ihr, was heute ein Thema wird, den Boden als Schwamm habt. Man nennt das Sponge Cities, Schwammstädte. Wird auch in London versucht, obwohl es die mit Abstand gemessen, keine Meinungsäußerung, am schlechtesten geeignete Stadt für als Schwammstadt ist, die also möglichst viel Wasser, Regenwasser aufnehmen kann. Aber man versucht es in der Verzweiflung. Da könnt ihr sehen, was passiert. Ihr habt also diese Fläche nur in Ruhe gelassen, nichts gemacht. Keine Biologen und Biologinnen, die irgendwas aufzeichnen, die irgendwas pflanzen, keine Insektenbomben, einfach nur in Ruhe lassen. Und dann seht ihr, das ist jetzt im Umkreis von, sagen wir mal, 3-4 Metern nur fotografiert, dann seht ihr, wie auf einmal die Natur emporwächst und natürlich ist das für Insekten gut, es ist für Menschen gut, es ist für Artenvielfalt gut. Also das Geheimnis ist, es einfach in Ruhe zu lassen. Oder ich habe den Spruch mal irgendwie vor 10 Jahren gesagt und seitdem geht der rund. Tiere einfach in Ruhe lassen oder Pflanzen in Ruhe lassen oder Wiesen in Ruhe lassen. Und dann kommen die Tiere, hier ist so ein, ich glaube, ein Bienenkäfer ist das. Und nicht nur, dass die Tiere sehr schön sind und dass das auch für die Gesundheit gut ist, weil Natur zu betrachten, gemessen, wissenschaftlich gemessen, ist gesund und angenehm, sondern ihr seht dann auch alle möglichen Blühpflanzen, die dann zu verschiedenen Zeiten blühen, sodass das also für die Insekten wesentlich besser ist, als wenn ihr da so eine teure Blühmischung kauft, die meistens nur ein Jahr funktioniert und im nächsten Jahr sind die Pflanzen gar nicht mehr darauf angepasst. Also ihr seht unglaubliche Artenvielfalt mit einheimischen Pflanzen, die von selber dort wachsen. Einfach die Wiese in Ruhe lassen, keine Gifte benutzen, nicht mähen, fertig. Es kam auch eine E-Mail, da stand drin, soll das ein Witz sein? Warum soll man denn die Wiese nicht mähen? Deswegen, damit man diese Vielfalt hat. Und ihr seht schon, das hört überhaupt nicht mehr auf. Das nächste Bild habt ihr schon gesehen. Hier bin ich also ganz glücklich, weil Gräser und alles Mögliche sind auch noch da. So, jetzt das Problem, was wir haben, das ist eine Studie, die schon was älter ist. Ungefähr 5 Jahre, die Ursprungsstudie, da hat man gesehen, dass in einem Naturschutzgebiet in Krefeld, dass da irgendwie die Anzahl der Insekten sehr, sehr stark zurückging, die Biomasse und die Artenvielfalt. Und man hat sich gefragt, warum. Und einer der Gründe ist, dass daneben intensive Landwirtschaft ist. Wo ihr intensive Landwirtschaft habt, da wehen natürlich zum Beispiel Ackergifte rein. Plus es wird trockener, ne? Weil das ganze Wasser halt nicht mehr wie in einem Schwamm zurückgehalten werden kann. Und dazu gibt es neue Messungen, die habe ich schon mal vorgestellt. Das will ich nur kurz nochmal erwähnen. Auch in den Wäldern sterben die Insekten. Das ist eine Forschungsarbeit, die eben dieses Jahr veröffentlicht wurde. Das heißt, überall, wo wir diese Trockenheit, den Temperaturanstieg und die intensive Landwirtschaft in der Nähe haben, was in ganz Deutschland zum Beispiel der Fall ist, da sterben die Tiere dann auch. Das sind sehr, sehr große Datenmengen. Ich will das nur noch mal erwähnen. Hier, guckt euch mal die Daten an. Es sind fast 2000 Arten hier untersucht worden. Also da kann mir keiner mehr sagen, dass es daran liegt, dass die Stichprobe zu gering ist. Es ist eindeutig so, wie die Kollegen das herausgefunden haben unter der Leitung von Michael Stab und Nico Blütgen, dass auch in Deutschland in den Wäldern die Insekten zurückgehen. Und wie gesagt, wir wissen, dass es sowieso auch in Naturschutzgebieten dasselbe der Fall ist. Es reicht also nicht, einfach ein Naturschutzgebiet zu haben. Unser Librarian, der gerade hier war und meine von mir adoptierten alten Bücher hier in der Lenin Society uns gezeigt hat, das könnt ihr im Video dann auch noch später sehen, der hat einen schönen Vortrag vor kurzer Zeit gehostet, hier mit Jeb Bevers. Und da wurde etwas über einen der, nennen wir es mal Entdecker oder Erfinder, ne, Entdecker der Evolutionstheorie, nämlich Alfred Russel Wallace, den ich vorhin schon erwähnt habe, dessen großes Gemälde hier drüben hängt. Wie schon mehrfach erwähnt, die also Wallace und Darwin haben hier die Evolutionstheorie vorgestellt, hier in diesem Gebäude. Und da hat er in den Büchern von Wallace, hat der Jeb Bevers was sehr Interessantes gefunden. Der hat sich so durch die ganzen alten Handschriften von Wallace durchgewühlt. Nämlich, dass sogar damals schon bekannt war, das hat Alfred Russel Wallace gesagt, dass Wälder
auf keinen Fall in Privatbesitz gelangen sollten, weil dort dann eben die der wirtschaftlichen Ausbeutung dienen und man soll sie also lieber erhalten. Hier könnt ihr das mal sehen. For all future generations and that care will be taken before it is too late to preserve not only one or two small patches. Genau das, was wir jetzt haben. Wir haben ja naturgeschützte Wälder, haben wir in Deutschland ja fast überhaupt nicht mehr. Könnt ihr euch in den letzten Vorträgen angucken oder bei Google mal suchen. Naturgeschützte Wälder in Deutschland ist ein Witz. Die könnt ihr fast überhaupt nicht mehr sehen auf der Deutschlandkarte. But some more extensive tracts of forest in which they may continue to flourish in their fullest perfection and beauty. Und jetzt ist genau das, was passiert, was Alfred Russel Wallace schon 1891 vorhergesehen hat, also vor wirklich langer Zeit, nämlich, dass sobald man das privatisiert, wird es ausgebeutet und dann brechen die natürlichen Netze zusammen. Ne? Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen Geld verdienen. Kein Problem. Ne? Auch, dass man einen kleinen Überschuss erzielt, um dann wieder neue Dinge zu kaufen und so oder was zu renovieren, alles kein Problem. Aber so nicht. Also wir können nicht unsere Lebensgrundlage, nämlich die Artenvielfalt, die Menge der Insekten, die blühende und wachsende und weiß ich nicht, knisternde und raschelnde und summende Natur, die können wir nicht zerstören, weil wir an der Spitze der Nahrungskette stehen in diesem natürlichen Netz. Und selbst wenn ihr euch nur für Menschen interessiert, dann sterben wir halt. Das war in allen Artensterben bisher so. Wir sind im sechsten, wie gesagt, Artensterben. Und das geht dann zulasten der Menschen. Dann die letzte Zuschrift, ist Veggie und Bio umweltschädlich? Das ist also auch eine große Diskussion gewesen. Ja, natürlich, jede Ernährungsweise kann umweltschädlich sein, jede. Also ich verstehe nicht so ganz, woher das kommt. Also wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit nur Mandeln essen würdet, von morgens bis abends, oder nur Mandelmilch trinken würdet, oder nur Obst und Gemüse essen würdet, was quer über den Ozean transportiert wird, zum Beispiel über den Atlantik oder über den Pazifik oder sonst wie. Klar, natürlich ist das keine gute biologische Bilanz, wenn ihr mal in Kraftstoff rechnet oder auch in Wasser. Und das hat der WWF gemacht. Ich vermute mal, da kommt das ursprünglich her. Der WWF hat hier eine Studie veröffentlicht, die heißt Wasserverbrauch und Wasserknappheit. So schmeckt Zukunft, der kulinarische Kompass für eine gesunde Erde. Und da haben die gesagt, da ja nicht alle Menschen ihr Obst und Gemüse selber anbauen, weil ihr wisst ja, Butter und Rindfleisch und so weiter sind ja unglaublich umweltschädlich. Also ihr könnt für ein Hamburger-Patty, wo ihr Rindfleisch drin habt, könnt ihr ungefähr so 25 Kilo, also so einen Sack Getreide, könnt ihr dafür rechnen, was zur Herstellung dieses einen Patties bedarf, durch die Nahrungskette hindurch. Und ihr könnt euch vorstellen, von einem Sack Getreide könnt ihr mehr Menschen ernähren als von einem Hamburger-Patty. Vom Wasserverbrauch und sowas reden wir jetzt gar nicht. Und jetzt hat der WWF das ausgerechnet und hat gesagt, okay, dadurch, dass Leute Obst und Gemüse und Getreide nicht selber anbauen, ist das irgendwie, verbraucht das sehr viel Wasser. Also da geht es nur ums Wasser, nur um Wasser, nicht um CO2. Ne? Also größter Bedarf an Bewässerung, Zitrusfrüchte, gefolgt von Reis und Mandeln. Und natürlich, wenn man jetzt umsteigt von Milch auf Reis und Mandeln und man liest das, dann denkt man vielleicht, oh, jetzt ist das total umweltschädlich, weil das verbraucht mehr Wasser, aber was überhaupt nicht in der Studie angesprochen wird, ist ja die ganze CO2-Bilanz und alles andere. Deswegen, wenn ihr das seht, also wenn ihr hier die Statistik seht, die dann auch veröffentlicht wurde, dann sieht das so aus, als ob bei derzeitiger Ernährung, als ob man da unheimlich gut dastehen würde. Ich zeige euch das gleich auch nochmal in einem anderen Bild. Im Vergleich zu flexitarisch, ich weiß nicht, was flexitarisch sein soll. Meiner Meinung nach sind alle Menschen flexitarisch, wenn sie nicht vegan sind, aber gut. Dann gibt es Vegetarier und dann gibt es die Veganer und dann seht ihr halt, dass hier der Wasserverbrauch höher ist. Ne? Das ist schon richtig, aber der Wasserverbrauch für sich alleine genommen ist ja nur ein kleiner Bestandteil des Problems. Es geht ja um die biologischen Netze, um die Regenfälle, um die Vertrocknung und vor allen Dingen, das finde ich das Allerwichtigste, um die Landnutzung. Weil wenn ihr Obst, Gemüse und so weiter benutzt, natürlich regional und saisonal, wenn möglich, dann wird 70% der Landfläche frei im Vergleich zu dem, was bei Fleisch- und Milchbenutzung verwendet wird. Und das ist biologisch gesehen, wir stehen ja hier in der ältesten biologischen Fachgesellschaft, biologisch gesehen ist das der Punkt. Das Land muss in Ruhe gelassen werden. Wir müssen diese 70% Landfläche wieder freigeben und in Ruhe lassen, weil sonst kriegen wir den ganzen Rest nicht hin. Weil nur Wasser sparen nützt überhaupt gar nichts, sondern wir müssen das Ganze schützen, damit wir als Menschen in den biologischen Netzen weiterleben können. Hier seht ihr das zum Beispiel
Man verbraucht eine gewisse Menge Wasser. Hier haben wir ausgerechnet 24 Kubikmeter pro Wasser durch künstliche Bewässerung für pflanzliche Lebensmittel. Und hier ist der Gesamtverbrauch des Wassers. Und natürlich seht ihr zum Beispiel hier die Zitrusfrüchte, die verbrauchen jetzt sehr viel Wasser. So, okay, das sehe ich absolut ein. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Zitrusfrüchte verbraucht ihr? Ne? Also das ist möglicherweise gar nicht so viel. Und jetzt meine persönliche Auffassung ist, wenn man das zu Ende denken möchte, ihr wisst ja, die Ines und ich, wir sind da sehr streng, auch uns selbst gegenüber. Ich habe hier zum Beispiel uralte Kleidung an, also die ist wirklich, also diese Weste hier, ich weiß nicht, wie viele Jahre die alt ist, die Hose, wie oft die geflickt sind. Also ich laber nicht nur rum, ich mache das auch. Was ich sage, wir ernähren uns nur pflanzlich. Und vieles mehr, da kommen wir gleich noch zu. Und dann kann man natürlich notfalls auch, wenn ihr das möchtet, und das im Gesamtbild eine große Rolle spielt, könnt ihr auch weniger Zitrusfrüchte verwenden. Wo ist das Problem? Das wird man schon überleben, denke ich mal. Also so einseitig das zu betrachten, also ich finde das gut, ich finde das sehr, sehr gut, die Studie, aber man sollte jetzt nicht dann direkt sagen, ah prima, dann kann ich jetzt ja leben, wie ich will, die blöden Pflanzen- und Mandelmilchesser und TrinkerInnen, die sind jetzt also irgendwie böse. Und in derselben Studie, deswegen lohnt es sich nämlich mal Studien zu lesen, in derselben Studie vom WWF, die jetzt manchmal zitiert wird, dass angeblich vegan und Öko irgendwie nicht so gut wäre und Bio, wie gesagt, da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Aber da, finde ich, sollte man mal hierauf gucken. Also wo haben wir, das ist das Violette, den sicheren Handlungsraum verlassen und haben ein hohes Risiko gravierender Folgen? In derselben Studie, da steht es nämlich drin. Also erstens haben wir das in biogeochemische Flüsse. Darauf will ich jetzt nicht so eingehen, das ist Phosphor und Stickstoff. Das ist jetzt eher ein Vortrag im landwirtschaftlichen Bereich, da mache ich auch noch mal gerne ein Video zu, sondern vor allen Dingen hier bei der Intaktheit der Biosphäre. Also nochmal, in derselben Studie steht, dass wir die Intaktheit der Biosphäre so stark gestört haben, dass der sichere Handlungsraum für Menschen verlassen ist. So, wenn das aber so ist, dann kann ich natürlich nicht nur aufs Wasser gucken, weil die Biosphäre besteht eben für uns Menschen, für die Pflanzen, für die Insekten, für die Würmer, für alle Lebewesen, besteht natürlich aus sehr, sehr, sehr viel mehr, nämlich Temperatur, Feuchte, Trockenheit und alles andere. Und deswegen finde ich die Studie eigentlich sehr, sehr gut, weil erstens sagt sie dann auch den Veganern, Vegetariern, Vegetarierinnen und so weiter, dass es eben auch wasserverbrauchende Mittel gibt, die man vielleicht nicht quer übers Meer transportieren sollte. Das ergänze ich, das steht nicht in der Studie. Und tatsächlich ist es so, unser Ernährungssystem ist die größte Bedrohung unserer Natur. So, und ich möchte jetzt wirklich mal, nachdem ich diese Vorträge jetzt seit mehreren Jahren halte und diese Updates seit mehreren Jahren halte, möchte ich jetzt wirklich das mal festhalten. Ich möchte das nicht ständig weiter diskutieren, weil gemessen durch, ja, ich will schon sagen, Zehntausende von Datensätzen oder Hunderttausende und von Hunderten oder sogar Tausenden von Studien, die von völlig verschiedenen Organisationen gemacht sind, kommt immer raus, unser Ernährungssystem ist die größte Bedrohung der Natur. Und ich weiß jetzt nicht, warum wir jedes Mal wieder von vorne damit anfangen müssen, das zu erklären, dass es zwingend notwendig ist, sich dann eben entsprechend zu ernähren. Das heißt, pflanzlich auf der einen Seite, um die Landfläche freizugeben und dann regional, saisonal, um eben Wasser und CO2 einzusparen. Und dann habt ihr eine wahnsinnig große Wirkung, die jeder selber durchführen kann. Da müsst ihr nicht sagen, die da oben, die Politikerinnen und Politiker, der Staat und dies und das, die müssen sich auch kümmern. Absolut. Aber ihr könnt selber was machen. Also bevor ich so eine lange E-Mail kriege, warum das alles so schwierig ist, könnt ihr heute Abend das tun, was durch sehr viele Studien, auch kritische Studien, auch staatliche Studien, zum Beispiel hier vom britischen Finanzministerium ist eine Studie rausgekommen, da steht das auch drin. Ne? Also ich meine, was wollt ihr denn noch? Nicht nur von irgendwelchen Ökos in Wollsocken, sondern auch von denen steht das drin, dass man sich eben entsprechend ernähren muss, weil unter anderem die globale Entwaldung durch die Ernährung stattfindet. Warum? Weil die globale Entwaldung hauptsächlich stattfindet, um Tierfutter herzustellen. Wenn ihr also keine Tierprodukte mehr verwendet, dann wird der Wald nicht entwaldet. Und dann ist es auch völlig egal, ob irgendwo auf der Welt kein Gemüse anpflanzen kann, ne, sondern nur Rinder weiden lassen kann, geschenkt. Kein Problem, lasst eure Rinder da weiden. Aber das, was uns wirklich stört, nämlich der Großteil der globalen Entwaldung, der Treibhausemissionen, also dieses Kohlenstoffdioxid und der Verbrauch der Süßwassernutzung, kommt durch die Ernährung. Das muss doch mal möglich sein, diese gemessene Tatsache, die einheitlich von allen Forschungseinrichtungen auf dem Planeten Erde gleich gemessen wird, das jetzt einfach mal hinzunehmen. Ne? Also
ich hoffe, dass das funktioniert. Und jetzt sagt ihr natürlich immer noch, ja, okay, aber ich nehme mal an, ihr ernährt euch regional, saisonal und pflanzlich. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich esse jetzt vielleicht ein paar Zitronen weniger oder so. Ich meine, es wird jetzt vielleicht nicht so einen Riesenunterschied machen. Richtig. Es ist tatsächlich so, dass die Umstellung auf Hülsenfrüchte sehr, sehr hilfreich ist. Also wenn ihr was ausprobieren wollt, das machen die Ines und ich auch. Die Ines ist der größte Kichererbsen-Fan der Welt und ich liebe Erbsen beispielsweise. Dann könnt ihr euch sehr, sehr gut davon ernähren. Hier seht ihr auch noch Karotten und vieles mehr. Also da kann man sehr viele schmackhafte Gerichte zubereiten, die auch wirklich schmackhaft sind. Also jetzt nicht nur so wie irgendwelcher Öko-Scheiß, sondern das schmeckt wirklich richtig geil. Und dann könnt ihr von mir aus auch mal eine Mandel dazu tun oder ein bisschen Mandelmilch. Da wird die Welt jetzt auch nicht von untergehen. Nochmal, nicht aus dem Grunde, warum viele Leute sagen, ja, ich versuche ja schon, mich mehr Bio zu ernähren. Also nicht das Ausreden erfinden und Geschwätz und abwehren, sondern aus dem Grunde, dass ihr, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, wie ihr das gerade gesehen habt, bereits super krass bewirkt, dass das, was unsere Erde gerade zerstört, zum heißesten Sommer, zu Fluten, zu Dürren führt, dass das grundsätzlich an der Wurzel gepackt wird. Das funktioniert. Und dann sagt er jetzt vielleicht, ja, der WWF, okay, aber das ist ja trotzdem eine Umweltschutzorganisation. Gut, dann gehen wir wieder zur Bild. Das ist die Bild-Zeitung, die schreibt selber, wenn ihr also hier euch vegan, also pflanzlich ernährt, dann habt ihr im Vergleich zu ein bisschen Fleisch pro Tag, 100 Gramm Fleisch pro Tag, habt ihr bereits einen erheblichen Gewinn oder ihr verbraucht wesentlich weniger Kohlenstoffdioxid. Also die Bild-Zeitung schreibt es auch, ne? Wenn ihr jetzt dem WWF und mir und der weltweiten Forschungsgemeinschaft nicht glauben wollt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie pflanzliche Ernährung schmeckt, falls ihr das nicht kennt, hier ist zum Beispiel das Klimafestival, das ist jetzt in Essen demnächst. Das heißt, gutes Klimafestival in der Zeche Karl in Essen, da bin ich der Schirmherr, da könnt ihr auch hingehen und dann könnt ihr euch das auch mal angucken, wenn ihr denkt, dass ihr jetzt nicht genau wisst, wie das weitergeht und wie das schmeckt und wie man das zubereitet und so weiter. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem mehr. Die Ines und ich machen das seit, ich weiß nicht wie lange, seit Ewigkeiten. Es ist echt kein Act, es macht Spaß, es schmeckt super geil und es gibt nur Gründe, es zu tun und wirklich ausnahmsweise mal keinen einzigen Grund, es nicht zu tun. So, warum regnet es so viel? Diese Frage kam bei der Ines rein und ich habe mich das auch gefragt und jetzt will ich zum noch wissenschaftlicheren Teil kommen, wo ich dann noch mehr Messungen zeige. Hier, das ist ja ganz neu, das ist im August 2023, es ist ja gerade August 2023 passiert. In einigen Regionen fielen zwischen 100 und 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Ihr habt sicher Videobilder in den Nachrichten gesehen. Wenn nicht, das ist in Slowenien jetzt beispielsweise. Und ist das viel oder ist das nicht viel? Das ist sehr, sehr viel, schaut euch das mal an. Also das sind nicht die Überschwemmungen, die wir vor, sagen wir mal, 20 Jahren kannten, weil Flüsse mal begradigt wurden und dann war ja klar, dass dann irgendwie das Wasser über die Ufer tritt, sondern das ist jetzt wirklich zusätzlich durch Schlamm und Regen sehr, sehr stark bewirkt. Aber das ist nicht alles. Also das sind Regenfälle, die teilweise so stark sind, dass man dafür schon gar keine richtigen Begriffe mehr hat, also um die Katastrophe oder das Ausmaß zu beschreiben, ne? Weil man dann sagt, ja, das ist so viel Regen, wie sonst in Monaten oder im Jahr fällt, sondern ihr erinnert euch vielleicht auch in Reutlingen, das ist auch am 4. August passiert, also vor 10 Tagen. Da standen die Leute auf einmal angeblich in Schnee. Es war gar kein Schnee, sondern es war Hagel. Und das ist jetzt natürlich so, das ist ja in Baden-Württemberg, ne, also im tiefsten Schwaben. Da kann es natürlich schon mal passieren. Hier ist von Marco Kaschuba vom YouTube-Kanal ist das. Diese Umweltbedingungen sind den Leuten da schon bekannt. Ne? Da schneit es schon mal in Schwaben, so ist es jetzt nicht. Aber das ist Hagel. Und da denkt man ja auch noch, ja gut, im Sommer oder zu irgendwelchen Gelegenheiten haben wir schon mal verrückte Wetterwechsel erlebt. Ne? In meinem Fall zum Beispiel, als ich jetzt vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren oder vor 45 Jahren, als ich noch jünger war. Aber dass natürlich dann hier sich das so zusammenpackt, also der Hagel, und nicht dann eben schmilzt oder so eine dünne, niedliche Schicht, die man fotografieren kann und die dann weg ist, dass man das also hat, das ist schon wirklich krass. Da seht ihr das also nochmal, es ist auch von Marco hier, diese riesigen Berge, Hagel und Wetter in Reutlingen, die Stadt versinkt im Hagel, 4. August. Nur damit ihr das nochmal seht, ich hatte ja vorhin gesagt, man weiß schon gar nicht mehr, wie man diese Wassermengen, die da runterkommen, egal ob als Hagel oder in Form von Schlamm, als Regen, runterkommen. Das ist in Slowenien, was ich vorhin schon gezeigt habe, eine andere Bildeinstellung. Das ist die monatliche Niederschlagsmenge, die da also in allerkürzester Zeit runterkommt. Und das hört sich im ersten Moment vielleicht an, so wie, da denkt man, ja, okay. Aber überlegt euch mal, stellt euch mal euer Badezimmer vor, ja? Also da würde auf einmal das, was ihr normalerweise in einem Monat in ein Waschbecken laufen lasst, würde jetzt in einem Schlag
während ihr da steht, reinlaufen. Ne? Dann würde das überlaufen, das wäre schwer in den Griff zu kriegen. Habt ihr genug Handtücher und Lappen, um das aufzusaugen? Kann der Abfluss das überhaupt verarbeiten? Also das ist wirklich schon super krass. Und für die Jüngeren, das ist wirklich, ja klar gab es früher auch schon mal Überschwemmungen, aber wir haben uns in den letzten Monaten so krass daran gewöhnt, also spätestens in Deutschland seit der Ahrtal-Sache, dass das halt passieren kann, dass in Vergessenheit geraten ist, innerhalb von wirklich kürzester Zeit, dass das überhaupt nicht normal ist. Das war früher nicht so, auch wenn es mal Überschwemmungen gab. Viele davon stammten auch wirklich aus Flussbegradigungen und so. Das hat also nicht so direkt wie hier was mit dem super starken Regenfall zu tun. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo kommt denn die ganze Feuchtigkeit auf einmal her? Ich dachte, das ist Dürre. Haben wir jetzt Dürre oder haben wir keine Dürre? Ja klar, wir haben weltweit gemessen, könnt ihr vom NASA-Satelliten sehen, könnt ihr bei der NASA auf die Webseite gehen, NASA Climate, da seht ihr das sehr schön, haben wir eine Dürre, aber die Hitze, also unabhängig von der Dürre, die Hitze, die durch die Dürre verstärkt wird, weil je dürrer der Boden ist, umso mehr Hitze wird natürlich gespeichert und dann wieder heizt sich die Luft noch auf, die Erde, dann verdunstet noch mehr Wasser und so. Und diese ganze Feuchtigkeit, wo geht die hin? Ja, in die Luft. Also wie wenn der Wäsche trocknet. Also wenn ich Wäsche trockne und es ist heiß, dann geht die Feuchtigkeit geht dann halt in die Luft. Und das führt jetzt zusammen mit den ganzen anderen Umweltbedingungen, zum Beispiel, das haben wir in einem früheren Video schon mal gezeigt, also wir, meine ich die Kolleginnen und ich, die Strömungen, die wir früher hatten, dass das Wetter sich ein bisschen sanfter und häufiger ändert, die sind ja nicht mehr da. Wir haben jetzt immer diese Glocken aus Hitze, aus Kälte und so weiter. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Hitze sich jetzt mega aufstaut und dann früher oder später gibt es diese starken Regenereignisse. Hinzu kommt natürlich das, was ich schon vor ein paar Monaten mit der Hilfe der Messungen vorhergesagt habe, nicht durch Denken, sondern nur durch Messungen angucken, dass wir jetzt auch eine Umstellung von La Niña auf El Niño haben. Das heißt, das führt auch noch dazu, wie ihr hier sehen könnt von ABC Australia, dass da auch gigantische Regenfälle sind. Und wenn ihr eben an Slowenien denkt oder an Schwaben oder irgend sowas, was jetzt so mehr so im deutschen Einzugsbereich liegt, guckt euch das mal an, wie das in anderen Ländern ist. Es ist irre. Das ist eine weltweite Sache, die total krass ist. Und weil es so viele Meldungen jetzt derzeit gibt, im August, Juli, August 2023, guckt man schon gar nicht mehr in die anderen Länder, weil man das, was früher tagelang die Berichterstattung eingenommen hätte, wird jetzt schon wieder überholt von der nächsten Naturkatastrophe. Ich weiß, ich gehe euch damit auf den Wecker. Das ist nicht so gewesen früher. Wer das behauptet, muss dazu mal eine Studie vorlegen. Es gibt keine Studie. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, früher gab es genauso viele Naturkatastrophen, dann sagt nur einen einzigen Satz. Zeig mir die wissenschaftliche Studie dazu. Es gibt eine Veröffentlichung dazu, die aber auf einer wirklich total falschen Datengrundlage beruht. Nämlich darauf, dass früher, wie ich schon vorhin sagte, einfach nicht die ganzen Katastrophen aufgeschrieben und gemeldet wurden. Wenn man die aber dann misst, also wenn man sich mal die Mühe macht und dann mal nicht einfach nur die vorhandenen Daten anguckt, sondern mal neu selber misst, stellt man fest, dass die Dürre, die teilweise auch die Stürme, das ist noch ein anderes Thema, also die Hitze, dann das Wasser in der Luft und die Überschwemmungen und die Waldbrände natürlich, dass die sehr stark zunehmen. Das war, sagen wir mal, vor 2 Jahren noch nicht so ganz klar, aber jetzt ist das ganz sicher durch Messungen bewiesen. Nicht durch Denken, nicht durch Meinungen. Und falls ihr euch mal mehr für so Messungen jetzt interessiert, ne, ich habe ja gesagt, zeigt mir eine Studie. Hier könnt ihr mal so eine schöne Studie sehen von Leon Simmons, der hat das hier aufgetragen. Da seht ihr das Jahr 2001 hier unten, dann geht es hier immer weiter, 2012, 2020, hier ist 2023. Und hier könnt ihr dann eben sehen, wie viel Energie im Ungleichgewicht ist, also wie viel Energie insgesamt weltweit zu viel verfügbar jetzt auf einmal geworden ist, die nicht mehr, nennen wir es mal, von unserem Planeten aufgenommen wird, um es mal etwas dichterisch zu sagen. Und da seht ihr, das steigt also steil an, diese Energiemenge, die auf einmal da vorhanden ist. Übrigens, glaubt auch nicht die Geschichte mit den Sonnenflecken, die manche Leute erzählen. Es gibt weniger Sonnenflecken als früher. Also die Sonnenflecken können überhaupt keine Aufheizung erzeugen, weil wenn es weniger Sonnenflecken gibt, können die nicht bewirken, dass es heißer wird. Ist nicht möglich. Ne? Also das wird wohl, glaube ich, jetzt jeder einsehen, egal und jede, egal ob ihr das jetzt glauben möchtet oder nicht. Also hier seht ihr das also seit 2001 bis 2023. Es gibt natürlich immer Schwankungen, geht hin und her, aber die Kurve geht eindeutig hoch. Ne? Und wir sind jetzt hier, 2023, sind wir jetzt also bei diesen Werten angekommen, die hier in Watt pro Quadratmeter angegeben sind. Aber stellt euch einfach vor als Hitze, die in Ungleichgewicht auf der Erde ist. Also es wird sozusagen nicht nur immer heißer im Sinne von, wir fühlen stärkere Hitze, wenn wir auf die Straße gehen oder irgendwas, sondern es ist auch wirklich gut messbar, dass insgesamt mehr
Energie, Wärme, Hitze vorhanden ist. Das führt übrigens auch zu etwas, was viele Leute eher so vielleicht für harmlos halten. Ich zeige euch jetzt keine Videos dazu, weil die sind sehr unangenehm anzugucken. Das will ich euch ersparen. Aber in den Alpen hat die Anzahl der Blitze in wenigen Jahrzehnten zugenommen. Und zwar ums Doppelte. Auch das ist gemessen. Das ist keine Meinung, das ist keine Schätzung, das ist keine Hochrechnung, das ist eine Messung. So wie viele Mikrofone sind hier? 1, 2. Ne, das brauche ich nicht hochrechnen. Das sind 2 Mikrofone. Und die Anzahl der Blitze in den Alpen hat zugenommen. Das ist eine Studie der Universität Innsbruck. Ihr braucht das auch nicht glauben. Ihr braucht nichts glauben. Niemand soll was glauben. Ihr könnt selber auf der Webseite der Universität Innsbruck könnt ihr die Studie euch angucken oder mit den Forscherinnen und Forschern reden. Also innerhalb von 40 Jahren doppelt so viele Blitze. Und was ich euch nicht zeige, ist, was passiert bei Blitzeinschlägen. Man sieht häufig im Netz, sieht man so relativ hübsche Darstellungen oder dramatisch bis schön aussehende Darstellung von so Blitzen. Aber in Wirklichkeit, wenn ihr mal seht, was passiert, wenn Leute vom Blitz getroffen werden, unterm Baum oder an anderen Stellen, dann ist das nicht mehr romantisch oder schön. Es werden unglaublich viele Menschen von Blitzen getötet. Das könnt ihr mal googeln. Also ich will jetzt hier kein Drama draus machen, aber ich weiß nicht, ob ihr schon in den Bergen wart. Also ich war schon öfter in den Bergen. Ich bin schon sehr lange Mitglied im Deutschen Alpenverein. Schon seit, oh mein Gott, über 30 Jahren. Aber Blitze sind sehr, sehr bedrohlich. Sehr, sehr bedrohlich. Da könnt ihr sagen, gut, dann gehen wir halt nicht mehr in die Berge. Ja, gut, okay. Ne? Aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Das ist nur ein weiteres Mosaiksteinchen. Fluten, Hitze, gesamtverfügbare Energie, Schlamm, Walzen, Waldbrände und so weiter. Das ist keine Katastrophengespräch. Wir sind hier in der wissenschaftlichen, biologischen, ältesten, weltweit arbeitenden Gesellschaft der Welt. Ich mache hier keine Faxen und kein Drama, sondern das sind nur Messungen. Ich war ja, wie gesagt, kürzlich in New York da bei der Mottenwoche und habe Insekten gezählt und da meine Auswertung gemacht. Und hier könnt ihr auch noch so ein schönes Bild sehen. Ne? Wirkt ja alles ganz schön, der Regen spiegelt sich im nassen Asphalt und so weiter. Aber wenn ihr da gestanden habt, das war schon was. Also die Menschen, die dort waren, sind echt eiskalt erwischt worden. Und ich erinnere mich an wenige Regenfälle, die so eindrucksvoll waren. Die meisten fanden es ganz lustig, weil es halt warm war. Und so ein warmer Regen nachts im Sommer in so einer schönen Atmosphäre. Ne? Ich meine, da wird jetzt keiner sich aufregen, aber niemand konnte mehr weiter, also ihr seht, da sind noch so ein paar Cabs rumgefahren, ein paar Autos natürlich, ne, die betrifft das nicht so stark, aber ansonsten waren die Straßen von null, also die waren auf einmal leergefegt und auch hier kann man sagen, ja gut, in den Tropen ist das ja normal, da haben sich alle schon längst dran gewöhnt, ja, das ist aber nicht in den Tropen, das ist in New York, ne? Also das liegt in einer Zone, die sehr vergleichbar zu Deutschland ist oder ein bisschen südlicher ist. Diese Rekordhitzen sind tatsächlich etwas, und auch die Wasserfälle, die zunehmend wirklich in den Bereich der Katastrophenwahrnehmung fallen, jetzt behördlich, ne? Also von Behörden. Hier seht ihr das, wurde also gemeldet hier von einem kleineren Sender, VCVB, dritter Tag der Rekordhitze. Und ihr könnt sehen, da sind die Umweltagenturen sind schon eingespannt und die Katastrophenagenturen, weil, wie ich das schon mal erzählt habe bei einem früheren Video, das will ich nochmal kurz erwähnen, das Problem ist, es werden also Kühlhäuser eingerichtet werden müssen, besonders auch für ältere Leute und für andere Leute, die sich nicht so gut aus der Hitze rausbewegen können oder die nicht so viel trinken, weil ältere Leute nicht mehr so viel Durst haben und die dann sterben. Das ist eine Messung. Wir wissen ganz sicher, dass Zehntausende von Menschen in den letzten Jahren nur durch die Hitze, wenn man so will, sehr viel früher gestorben sind, als sie normalerweise sterben würden. Und das betrifft besonders Leute, die eben im Freien arbeiten und alte Leute. Gemessen, keine Hochrechnung. Und hier könnt ihr das auch nochmal sehen, wie das aussieht. Das ist natürlich wirklich eindrucksvoll. Das war also vor etwas mehr als einem Monat. Das war dieser glühend heiße Juli, der heißeste Juli aller Zeiten in der bekannten messbaren Menschheitsgeschichte. Ich hatte euch das Bild vorhin schon gezeigt. Das wird nicht nur von Nachrichtensendern so gemeldet oder von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von der NASA und allen anderen, sondern, wie ich euch das vorhin schon gesagt habe, auch von der Bild-Zeitung und allen anderen. Das ist also längst angekommen und jeder von euch und jede von euch hat das sicher mitbekommen. Ich möchte es aber nur noch mal für Jüngere betonen. Was ihr erlebt habt vor einem Monat, war der wärmste Monat in der bekannten Menschheitsgeschichte, ne? Soweit das halt aufgezeichnet wurde. Also das ist eine krasse Äußerung und selbst wenn ihr sagt, ja, aber Wetterdaten gibt es ja erst, sagen wir mal, seit 1880, was nicht stimmt. Es gibt auch vorher schon welche, die mittlerweile auch bereinigt sind, also auch brauchbar sind. Aber selbst dann ist das super krass. Weil überlegt mal, wie lange ihr lebt, ne? Sagen wir mal, ihr lebt 70, 80, 90, 100 Jahre. Dann ist das schon krass, wenn das ein Ereignis ist aus der Umwelt, was noch nie vorgekommen ist auf einmal. Ne? Das ist ja in der Zeit, die wir als Menschen bisher hatten, im sogenannten Holozän, war das ja nicht so. Da war das ja so halbwegs gleich bleiben mit so kleinen Ausreißern. Aber nicht, wie ihr gleich sehen werdet, dass alles immer krasser wird und immer mehr wird.
Gibt es auch Vorteile durch die Hitze? Einen habe ich euch schon gezeigt. Ja, in der Nähe von Las Vegas kommen die ganzen von der italienischen Mafia in den USA versenkten, einbetonierten Leichen zum Vorschein. Das könnt ihr in einem älteren Vortrag sehen. Und jetzt passiert es mittlerweile auch hier. Eis gibt Überreste von vermissten Deutschen frei. Das war vor, weiß ich nicht, 3 Wochen. Hier seht ihr das. Ein Schuh, Ausrüstungsgegenstände und Knochen eines 38-Jährigen haben Bergsteiger jetzt in den Walliser Alpen gefunden. Und da kann man dann genetische Fingerabdrücke aus den Überresten machen und kann die dann natürlich wieder begraben. Und dann hat die Familie einen Ort zum Trauern. Und diese Person hier ist 1986 im Gletscher im Eis verschwunden. Also das ist jetzt sozusagen, wenn ihr wollt, glaube ich, der einzige Vorteil, wenn man das einen Vorteil nennen möchte. Ja, doch, für die Familien, die trauern, ist das sehr gut. Sodass die wissen, wo ihr Angehöriger oder ihre Angehörige verstorben ist. Aber das war es auch schon. Also in Las Vegas tauchen die ganzen von der Mafia versenkten Leichen in ausgetrockneten Seen aus, weil man da die Betonfässer findet, wo die einbetoniert sind. Und die Gletscher, die jetzt alle wegschmelzen, da tauchen die Bergsteiger und Bergsteigerinnen auf. Das war's. Ein anderer Vorteil fällt mir nicht ein, ein biologischer. Ihr könnt gerne dazu was kommentieren, mir fällt keiner ein. Und in dem Zusammenhang auch nochmal, ich hatte ja vorhin gesagt, das melden nicht nur Nachrichtenagenturen und die Bild-Zeitung und so weiter. Hier seht ihr das auch nochmal. Scientific American berichtet auch, der Juli 2023 war der heißeste Monat, der jemals auf der Erde aufgezeichnet wurde. Und das ist auch ganz klar im Zusammenhang zu sehen mit dem Klimawandel. Und da möchte ich jetzt nochmal auf die Zeiträume eingehen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass viele Menschen sagen, ja, die Wetterdaten sind ja eigentlich nicht so bekannt. Dann sagen wir als Forscherinnen und Forscher, naja, es gibt aber schon Eiskerne, die über sehr lange Zeit uns viele Informationen über Klima, Wetter und andere Umweltbedingungen und Eigenschaften liefern. Aber hier könnt ihr mal eine Meldung sehen, die ich ganz interessant finde, damit ihr mal seht, in welchen Maßstäben man jetzt neuerdings rechnet. Weil vielleicht seid ihr auf dem Stand vor 5 Jahren oder von dem Stand vor 3 Jahren. Es hat sich aber super viel getan. Ne? Es gibt Millionen von neuen Datensätzen, weil natürlich die ganze Welt sich damit beschäftigt, was machen wir, weil uns gerade die Erde wegbrutzelt und wegschwemmt. Und da könnt ihr sehen, man kann diese Aussage mittlerweile so treffen, dass man sagt, das ist der heißeste Monat seit 120.000 Jahren. Ne? Das kommt daher, dass man in die Erde eben reinbohren kann, Bohrkerne angucken kann und Bestandteile der Erde, der Luft, ne, die da gebunden ist, Lebewesen und vieles andere anschauen kann. Und sieht, dass das wesentlich länger zurückgeht. So, und jetzt denke ich mal, bis jetzt denkt er noch so, ja, okay, ach ja. Ne? Aber ich glaube, jetzt so langsam merkt ihr, wie vielleicht so eine Metallklammer sich so Richtung Herz legt, innerlich, ne, bildlich gesprochen. Das ist gruselig. Ne? Also, wenn sich das bestätigt in den nächsten Monaten, dass wir jetzt auch über Jahrhunderttausende dieses Problem haben und jetzt schon wissen, dass wir in einem Artensterben ist, was nur alle Millionen oder noch viel längere Zeiträume, Dutzende von Millionen Jahren auftritt, dann merkt ihr, glaube ich, was wir für ein Problem jetzt auf einmal haben. Denn, das zeige ich euch mal, das werde ich euch am Ende auch nochmal zeigen. Das sind die schon genannten Hitze, in dem Fall jetzt Temperatur, Ungenauigkeiten, also Ungleichgewichte, wie ich das vorhin genannt habe, durch die Temperatur. Und hier könnt ihr das jetzt mal sehen für Juli, mal auf einer kürzeren Skala seit 1951, ich weiß nicht, wo das steht, bis 1980. Das ist diese Basislinie hier. Ja, da steht es, von 1951 bis 1980. Das hat man hier mal sozusagen als Baseline Period genommen, da seht ihr das. Und daraus dann die Nulllinie ausgerechnet. Das hier ist das Jahr 1880, was ich gerade schon erwähnt habe, weil man das gerne so als Ausgangspunkt der super, super sicheren Temperatur- und Klimamessungen nimmt. Und da seht ihr jetzt 2023, also das Jahr, in dem ich jetzt hier gerade stehe. Und da seht ihr eben, wie stark die Temperaturabweichungen nicht etwa vor Ort bei mir vor der Tür oder sonst wo sind, sondern wirklich jetzt mal hier insgesamt gesehen, also das ist ganz, ganz deutlich zu sehen, dass die Temperatur gegenüber dieser Mittellinie sehr, sehr stark nach unten abgewichen ist, hier von 1880 bis, sagen wir mal, 1950 so. Ne? Und dann auf einmal hat sich das gedreht, weil sehr viel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wurde, der Treibhauseffekt stattfindet. Und dann geht das hier rasant hoch und da gibt es auch keine Schwankungen nach unten mehr. Ne? Das sind Messungen und das sind jetzt die schon genannten Millionen von Messungen. Und daher wissen wir, dass wir eben nicht mehr das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Das ist völlig ausgeschlossen. Beim letzten Update habe ich dieses Bild gezeigt. Da war das noch nicht so weit entwickelt. Da hat der Kollege gesagt, hier stimmt was nicht. Und ich habe jetzt hier mal die neuesten Daten nochmal von University of Maine dazu genommen. Hier seht ihr auch wieder Januar bis April, Juli, Oktober, also über ein ganzes Jahr ist das immer. Also es ist irgendein Jahr, also irgendein Jahr. Und dann könnt ihr sehen, wie früher die Temperaturen waren, hier in blau. Also das, was ihr hier seht.
Ja, also geht das nach unten, da ist das kalt. Und dann seht ihr, wie es immer mehr wird, immer mehr. Und hier diese schwarze Linie, die ihr da sehen könnt, das ist die aktuelle Linie. Und da, das ist ein gewaltiger Ausreißer. Und deswegen haben wir nach oben, ne, das ist die Temperatur im Durchschnitt weltweit, ne? Nicht, wie ich schon sagte, vor der Tür. Und da seht ihr eben einen Wahnsinnsausreißer. Und der Kollege hat das schon kommen sehen, das könnt ihr im letzten Video vom letzten Update sehen, für das Update für Juli, August. Da hat der gesagt, also hier sehe ich, was auf uns zukommt, was gar nicht gut ist. Und ich meine, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was das bedeutet. Das wird jetzt so weitergehen, da sich halt nichts geändert hat, nennenswert auf der Welt bis jetzt. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir eine immer weitere Verschiebung nach hier oben kriegen. Und dazu komme ich am Ende. Was dann passiert, ist vielleicht gar nicht allen so richtig klar. Weil die meisten denken, ja, da müssen wir uns anpassen, das sitzen wir aus. Das werdet ihr sehen, das kann man leider nicht aussitzen und da kann man sich leider auch nicht anpassen dran. Das werdet ihr gleich sehen. Außer ein paar Jahre in einem Bunker leben, von Konservendosen, ja, könnt ihr machen. Hier seht ihr nochmal eine andere Darstellung, damit ihr auch seht, dass ihr das selber prüfen könnt. Das ist jetzt vom Climate Change Service. Das sind alles entweder Universitäten oder staatliche Institute, manchmal selten auch private Einrichtungen, die aber dann staatlich unterstützt werden, weil das natürlich super teuer ist. Und hier habe ich euch extra mal noch den Juli-Wert, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das ist der 31. Juli 2023, also vor ganz genau 2 Wochen. Und das ist also dasselbe, was ihr hier seht, nur mal in einer etwas anderen Darstellung. Mit den Farben. Ich finde, das ist hier noch besser zu sehen, weil hier sind die Daten, die Abweichung ist hier besser zu sehen. Also hier könnt ihr, wie gesagt, seit 1880 sehen, diese vergleichsweise kühleren Bereiche im Vergleich zu, sagen wir mal, 1950er Jahre, ne, habt ihr vorhin gesehen, und wie das hier super krass ausschlägt. Also das liegt überhaupt nicht mehr in dem Bereich, der irgendwie das war, was, sagen wir mal, ihr seid jetzt, je nachdem wie alt ihr seid, sagen wir mal 40 bis 60 Jahre alt, den Bereich, den ihr da kennt, oder wenn ihr was jünger seid, also meinetwegen jetzt 20 Jahre alt seid, dann irgendwo in dem Bereich, der auch noch bekannt war, sondern wir reden von dem heißesten Juli aller Zeiten. Das ist gemessen. Das ist egal, wie ihr das darstellt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier mal mehrere Quellen zusammengenommen, also Europäische Union, Copernicus, auch ein sehr, sehr, sehr großes Programm, der Climate Change Service. Hier seht ihr das, egal wie man es darstellt, auch hier wieder, hier ist 1940 mal genommen, ne? Also nicht 1880, sondern 1940. Und dann wird es hier so heller dargestellt, weil es halt vergleichsweise noch kälter war. Am Rand seht ihr die Temperatur, also hier ist wärmer. Da unten ist kälter und auch hier seht ihr das, selbst im kürzeren Zeitraum ist das ganz, ganz deutlich zu sehen, wie extrem stark die Temperatur abweicht. Das ist 2023, das ist jetzt, während ich hier spreche. Also das ist ein so hoher Wert, guckt euch das mal an, der ist hier oben im Vergleich zu den Werten hier unten. Auch hier kann man jetzt wieder sagen, nee, da muss man halt hier, wenn man die Skala verändert oder so, dann kriegt man andere Werte. Ja, es ändert aber nichts an den tatsächlichen Messdaten. Also das ist ein sehr starker Anstieg. Letztes Beispiel, wie gesagt, wir sind jetzt eher beim Messungsteil. Und jetzt müsst ihr ganz tapfer sein. Das war für mich persönlich das Krasseste. Das war das Krasseste, was ich hier wahrgenommen habe. Das ist wieder die Temperatur. Da seht ihr die Durchschnittstemperatur weltweit, wieder aus den schon genannten Quellen, Copernicus und ECMWF und der Europäische Union und so weiter. Also hier sind 16,6 Grad unten, das ist jetzt das Kühlste sozusagen. Hier oben ist 17,1 Grad. Was sehr, sehr viel ausmacht, das werdet ihr gleich noch sehen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, so 0,2 Grad, 0,5 Grad ist alles egal. Das ist überhaupt gar nicht egal, werdet ihr gleich sehen. Und hier könnt ihr das sehen, das sind die 30 wärmsten Tage weltweit aller Zeiten. Und das, wie gesagt, ich glaube, ihr könnt das nicht sehen, aber ich lese es euch mal vor, wann die waren. Das hier sind noch paar, hier ist noch 2010, 2019 und dann hier 2022, 2022, 2016, 2023, jetzt festhalten. 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, bum, 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 bum. No shit. Also die wärmsten Tage aller Zeiten weltweit im Durchschnitt sind 2023 aufgetreten. Und das finde ich echt krass, weil viele Menschen hoffen ja, dass sich das irgendwie ausbügelt oder so. Aber wenn ihr mal die Daten nehmt, die ich euch vorhin gezeigt habe, dass wir hier an dieser immer weiter deutlich ansteigenden, über die Jahre ansteigenden Temperatur sind, gekoppelt an Hitze und alle anderen Katastrophen, die ihr gehört habt. Ich meine, dann kann niemand mehr ernsthaft davon ausgehen, dass wir nicht in so einem, sagen wir mal, erdrutschartigen Temperatur, Dürre, Schlamm, Feuchtigkeits-, Waldbrand und alles andere Bereich angelangt sind. Ich meine, das möchte ich mal hören, wie mir irgendeiner erzählen will, früher waren die Sommer auch heiß, nach diesen Daten. Das ist nicht wahr.
Die Aussage, früher war es auch heiß, stimmt für sich genommen natürlich. Aber wenn ihr die weltweiten Daten nehmt, ist das falsch. Einfach falsch. So wie, wenn ich hier sagen würde, hier sind 10 Mikrofone. Es sind nicht 10 Mikrofone, könnt ihr anfassen. Ein Mikrofon, zwei Mikrofone. Es ist nicht früher auch mal heiß gewesen, also das schon, aber nicht in dem Maße, von dem wir hier reden. Ne? Also ich hoffe, ihr erinnert euch das, wenn ihr das nächste Mal jemanden hört, der das sagt. Und dann könnt ihr in die Messungen zeigen. Nochmal, das sind Millionen und wahrscheinlich sogar Milliarden von Datensätzen oder Einzelmessungen, die da dem zugrunde liegen. Es gibt mittlerweile hier von der New York Times, nur damit ihr das mal seht, wie wirklich das alles schon ist. Das hört sich ja vielleicht wie Science Fiction an. Da denkt man so, was geht ab? Ne? Die New York Times hat bereits einen Tracker, wo ihr Minuten genau, also das könnt ihr aufrufen, braucht ihr nur draufklicken, oder Stunden genau, oder auf jeden Fall, ne? Zu der Zeit, in der ihr guckt, könnt ihr tracken, wo extreme Hitze herrscht. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, im Sommer 2023, wovon wir reden, wenn wir von extremer Hitze reden. Also extreme Hitze, wo man früher schulfrei bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Kannst du dich noch erinnern, wann du schulfrei bekommen hast? Aber bei welcher Temperatur? Bei 30 Grad. Bei 30 Grad, ne? Gab es also schulfrei. So. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie hier die extreme Hitze festgelegt wird. Also das, was früher schon dazu geführt hat, dass man gesagt hat, komm, ne? Also man hat, erstmal hat man diese hier im mittleren Bereich der USA herrschende und auch an der Ostküste, an der Westküste herrschende, sagen wir mal, Vorsicht. Ne? Also das ist das Geringste, die geringste Stufe ist Vorsicht. Und da könnt ihr sehen, wie der Text hier oben lautet. Der Text lautet, man könnte müde werden, wenn man länger in dieser Hitze ist. Und das kann ich euch bestätigen, ihr werdet saumüde. Falls ihr Long-Covid kennt, ne, da kennt ihr das, diese rätselhafte Müdigkeit, wo man am Anfang nicht mehr so genau weiß, was ist da los, oder bei Covid war es genauso, wo man nicht so genau weiß, was los ist. Und dann später stellt man fest, oh, mein ganzer Körper ist total ermattet. Und das habt ihr von der Hitze auch. Wer das noch nicht erlebt hat, das kommt teilweise auch erst ein bisschen später, ein, zwei Tage später. Ihr seid absolut platt. So, das, was früher schon zu schulfrei geführt hat, ne, das ist jetzt die geringste Warnstufe. Dann kommt die nächste Warnstufe. Ach so, die Temperaturen stehen auch dabei. Also das kann ich auch vorlesen. Jetzt kommt die Warnstufe, wo die früher schon undenkbar gewesen wäre. Also vor, sagen wir mal, 15 Jahren. Da hätte man gesagt, hä, wovon redest du? Du hast dich um 10 Grad vertan auf dem Thermometer, spinnst du? Das ist jetzt 32,2 bis 39,4 Grad Celsius. Stellt euch das mal vor. 32 bis 40 Grad Celsius. Das gilt jetzt schon als extreme Vorsicht. Und guckt euch mal das an. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal vorstellt, wie groß die USA sind, das herrscht schon in nicht großen Teilen, aber in weiten Teilen der USA. Und die super krasse Hitze, das sind 40 bis 52 Grad Celsius, die sind ja auch schon in einem großen, also in einem weitreichenden Teil der USA herrschen die. Und das müsst ihr euch mal vorstellen mit dem, was ihr gerade gesehen habt. Wir haben das heißeste Jahr seit immer, ja, oder den heißesten Sommer, den heißesten Juli und so weiter. Und mittlerweile sehen wir schon, haben wir schon in die Gefährlichkeitsskala Sachen aufgenommen, die früher schon als extrem gefährlich galten. Die sind heute nur so wie, ja, da wirst du müde von. Ne? Während die extreme Gefahr, also echte Danger hier in Orange angegeben, dass man also Hitze Krämpfe bekommt und natürlich super dehydriert ist und einen Hitzschlag kriegen kann. Das wird hier nochmal, ihr habt richtig gehört, für 40 bis 50 Grad Celsius angegeben. Ne? 52 Grad Celsius. 52 Grad Celsius ist mittlerweile eine normale, vorstellbare Temperatur hier unten in Texas, Florida und sonst wo. Wenn ich diesen Satz vor 2 Jahren gesagt hätte, hätten hier im Raum die Leute einen Lachkrampf bekommen. Ne? Also nicht die mit Messungen befasst sind, sondern die, sagen wir mal, sehr, sehr alte Leute, die sich überhaupt nicht mit neuen Studien befasst haben, ne? Die einfach hier so einen netten Vortrag hören wollten. Hätten die gesagt, nee, Marc, jetzt übertreibst du aber. Also das sind aber die Messungen. Daher kommt das also mit den Hitzewarnungen, die dann eben auch in Deutschland zu hören sind. Ne? Und hier in Deutschland, also nicht hier, hier ist London, aber in Deutschland ist es natürlich so, hier seht ihr also westliches Deutschland, also Essen, Frankfurt, Amsterdam, darüber ist natürlich Niederlande und Brüssel, Belgien. Da seht ihr das schon. Also hier gibt es echt immer diese Hitze-Domes, ne? Also diese Hitze-Glocken und diese Hitze-Wolken. Und da haben wir zum Glück, sind wir noch nicht bei den 52 Grad angekommen. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr eine Woche lang 45 Grad Celsius draußen hättet? Ich weiß nicht, was man da machen soll. Also das ja gut, klar, dann kaufen sich alle Leute Klimageräte, die wieder Energie verbrauchen und dann wird es noch heißer draußen. Also die Hitzerekorde in Deutschland, wie sind die? Ne? Die sind auch schon ganz ordentlich. Ich habe es euch hier mal rausgesucht.
In Cottbus waren 2022 fast 40 Grad, in Dresden auch, Bad Blankenburg 39 Grad, in Kitzingen, das ist schon genannte Baden-Württemberg jetzt hier, auch über 40 Grad, 40 Grad. Hier in Trier waren es, das habt ihr vielleicht gehört, fast 41 Grad Celsius und hier in Duisburg war das, glaube ich, ja, waren es auch 41 Grad. Also ihr seht schon, das hier ist jetzt der Stand, an den wir uns mittlerweile sozusagen gewöhnt haben und nochmal zur Erinnerung. Das hätte früher zu Dauerhitze freigeführt. Ich meine, für die Kinder wäre das vielleicht lustig gewesen im ersten Moment, ne? Aber das waren Einzelereignisse, dieses Hitzefrei und nicht irgendwas, wo man gesagt hat, ja okay, da musst du halt durch, da musst du halt genug Wasser trinken, nimmst halt eine Flasche Wasser mit oder so. Ne? Also da, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die immer auf den neuesten Stand bringen. Die Karten sind völlig frei verfügbar, hier vom Deutschen Wetterdienst, könnt ihr aber auch in der Bild-Zeitung und überall sehen. Und das, was wir eben für normal gehalten haben früher, bis vor, sagen wir mal, 5 Jahren, das ist halt nicht mehr normal. Und es gibt auch viele andere schöne Anwendungen. Der Ventuski zum Beispiel ist eine schöne App, wo ihr euch das angucken könnt. Und viele andere mehr. So, der Marc. Der Marc steht hier vorne in der ältesten biologisch weltweiten Fachgesellschaft der Welt. Jetzt regt er sich auf, ne? Aber stimmt das auch? Haben auch andere Menschen diese Sicht auf die Messungen oder schleicht sich jetzt hier doch Marcs persönliche Meinung ein? Nein, schleicht sie nicht. Hier könnt ihr das sehen aus dem Guardian, das ist jetzt eine englische Zeitung, die sich auch gerne mit Umweltfragen und neuen Studien beschäftigt. Studien, nicht Meinungen. Und da seht ihr das, die Meldung, die Vereinten Nationen sagen, dass das Klima außer Kontrolle ist. Habt ihr richtig gehört. Also das ist eine offizielle Stellungnahme der Vereinten Nationen. Das Klima ist jetzt endgültig außer Kontrolle, seit wir die heißeste Woche aller Zeiten hatten. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern das ist die Datenzusammenfassung, die die weltweite Forscherinnen und Forschergemeinschaft, wenn ihr so wollt, von mir aus auch die Politiker, Politikerinnen, die da beteiligt sind, die da drin sind. Und das ist eine Meldung, die schon Anfang Juli rauskam. Anfang Juli, als das noch gar nicht der heißeste Monat aller Zeiten bewiesen war, weil der Monat da gerade erst angefangen hat. Also, bereits Anfang Juli 2023 war die offizielle Stellungnahme der Vereinten Nationen, das Klima ist außer Kontrolle. Und dass das so ist, könnt ihr an vielen neuen Studien sehen. Hier seht ihr eine, die ist wirklich neu, also zumindest von der Wahrnehmung her, von der öffentlichen Wahrnehmung her, aus Ende 2022. Ich komme aber gleich zu der noch neueren, die da. Habt ihr vielleicht schon gehört, dass durch das Auftauen des Permafrosts und aus vielen anderen Gründen auf einmal sogenannte Klimagase, die gar kein hauptsächlich oder die zusätzlich zum Kohlenstoffdioxid aus der Erde kommen, wie das Methan. Und das ist jetzt eben das, was wirklich außer Kontrolle ist, weil es werden immer mehr Quellen für klimaschädliche, also die Erde aufheizende, die Temperatur erhöhende, das Temperaturungleichgewicht verstärkende Gase werden wahrgenommen und die Quellen gefunden. Hier zum Beispiel Groundwater Springs, die sehr, 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 sehr alt sind in der Arktis, die geben jetzt eben diese Klimagase, nenne ich sie mal, ab. Und das ist natürlich schon länger bekannt, ne? Auch aus dem Permafrost natürlich, der auftaut, was nicht zu stoppen ist. Es gibt keine technische Möglichkeit, das zu stoppen, ne? Es ist alles nur Märchen, es geht nicht. Die tauen also unkontrolliert unter anderem auf und das verstärkt jetzt nochmal in einem Maß, was in Klimamodellen, das werdet ihr gleich auch noch sehen, kaum so schnell berücksichtigt werden kann, bewirkt, dass es alles nochmal wärmer und krasser wird. Daher kommt das nämlich, dass es auf einmal so super warm wird, weil ihr fragt euch vielleicht auch, warum denn jetzt auf einmal so steiler Anstieg? Deswegen, und nur um euch das mal vorzulesen, weil ihr wahrscheinlich das jetzt nicht so genau erkennen könnt, wo diese ganzen Quellen sind, diese Groundwater Springs, lese ich es euch mal vor. In dieser Veröffentlichung werden die Groundwater Springs gezeigt aus dieser Region hier, ne, Svalbard. Und dieses deep-seated methane gas comes to the surface. Und das wurde direkt gemessen im Februar bis Mai 2021 und 2022, das sind ganz neue, ganz saubere Messungen, die kein Mensch auf der Welt anzweifelt. Das ist veröffentlicht in der Nature Geoscience. Die Nature ist zusammen mit der Science die bekannteste und wichtigste Wissenschaftszeitschrift der Welt. Also da wird nur außerordentlich gut gemessenes Material veröffentlicht. Und aus der Nature Geoscience kommt jetzt eben die zweite Studie, die ist vom April 2022, die ich hier zeigen will, hier Christian Berndt und Stacy Jaeger.
Die zeigen noch was sehr, sehr, sehr Interessantes. Die gehen nämlich jetzt zurück über 56 Millionen Jahre. Wir haben ja vorhin von 120.000 Jahren geredet. Da dachtet ihr vielleicht schon so, wie kann man denn 120.000 Jahre zurück, 1000 Jahre zurückmessen? Habe ich euch gezeigt, wie das, oder erwähnt, wie das geht, ne? Zum Beispiel durch Kernbohrungen oder hier bei den Springs durch das Supersaturated Water, was da gemessen wird. Und hier zeigen die, dass also über sehr, sehr, sehr lange Zeiträume, also nämlich über 56 Millionen Jahre, wo auch schon mal eine Temperaturerhöhung stattgefunden wurde. Also da hatte man eine Temperaturerhöhung um 5,6 Grad gegen den Mittelwert, dass das eben auch mit sehr, sehr viel Kohlenstoffdioxid, Ausstoß und Vorhandensein einhergeht. Und also das ist ja schon sehr lange gesichert. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wieso muss man das denn wieder und wieder und wieder beweisen? Naja, weil wir jetzt sehr weit in die Vergangenheit gehen können. Wusstet ihr das? Dass man Jahrhunderttausende und Jahrmillionen in die Vergangenheit messen kann. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Die denken immer, das sind irgendwelche Einzelwertfehler, die da aufgetreten sind. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es gibt sehr gute Messungen. Und weil das letztes Mal sehr viel Interesse hervorgerufen hat, wer sind das eigentlich, diese ganzen Forscher und Forscherinnen? Werden die von irgendwem bezahlt? Das hören wir manchmal, dass die von irgendwelchen, weiß ich nicht, Verschwörungen bezahlt werden. Das könnt ihr hier sehen. Hier könnt ihr das nicht sehen. Hier habe ich euch nur den Text rauskopiert. Ich zeige euch das gleich nochmal, wo die ganzen Kolleginnen und Kollegen herkommen. Hier zeige ich euch nochmal den Ausschnitt, der sehr interessant ist. Also wie lange hat das vor 56 Millionen Jahren gedauert, das Event? Das hat 200.000 Jahre gedauert, diese globale Erwärmung, 5 bis 6 Grad. So, jetzt mal im Ernst. Ich meine, wie lange lebt ihr? Wie gesagt, 70, 80, 90, 100 Jahre. Wir bewirken gerade etwas, festhalten, ne? Was beim letzten Mal 200.000 Jahre Folgen nach sich gezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Vitaminpillen oder Schönheitsbehandlungen oder Sportaktionen ihr machen wollt, um 200.000 Jahre zu überleben in einem Bunker mit ein paar Dosen Tomaten und weiß ich nicht was, Bohnen und Seife. Also das ist nicht überlebbar, ne? Und das führt eben zu sehr, sehr vielen Dingen, diese Klimaveränderung. Ich habe jetzt darüber nicht gesprochen bisher, weil das eigentlich allgemein bekannt ist. Ich will es aber nochmal ganz deutlich sagen. Wir reden hier von Meeresspiegelanstiegen, die nicht mit technischen Mitteln mehr verändert werden können. Ich habe das in einem früheren Vortrag schon erwähnt, deswegen will ich es nur nochmal ganz, ganz kurz im Nebensatz erwähnen. Die Niederlande haben die erste Deichlinie schon geräumt. Ne? Weil kann man mit sehr viel Geld, kann man die Deiche immer weiter erhöhen, aber irgendwann ist es zu gefährlich und da muss man hinter die zweite Deichlinie zurückbegeben. Natürlich dauert das, das wird jetzt nicht innerhalb von 10 Jahren oder 20 Jahren so schnell gehen, aber die Folgen sind super, super lang. Ne? Wollt ihr das für eure Kinder und Enkel? Und wonach ich auch sehr, sehr, sehr oft gefragt wurde, war diese Meldung, die habe ich mal vorgestellt, Linz könnte fast unbewohnbar werden. Ich habe es euch hier nochmal rausgesucht, weil er häufig gefragt wurde, ob das wirklich in der Zeitung stand. Ja, das steht hier im Kurier in Österreich, stand das drin im Dezember 2022, also vor, sagen wir mal, grob einem halben Jahr. Und das ist die Berechnung der Klimaszenarien für 2050. Also da reden wir nicht von 200.000 Jahren in der Zukunft, sondern sehr viele Städte, weil die eben nicht begrünt sind, weil die keine Schwammstädte sind, wo genügend Wasser aufgesaugt wird, weil die keine Biodiversität haben, weil das einfach alles sich nur wie irre aufheizt, die werden das so nicht packen, weil die auf den ÖPNV nicht konsequent überall ausbauen, den öffentlichen Personennahverkehr. Da kann das passieren, dass die also unbewohnbar werden. 2050, jetzt haben wir 2023. Viel Spaß bei der Investition in eure Immobilie. Ne? Und da denkt ihr, ach ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nur ein Fehler. Das ist weltweit in Städten festgestellt worden. Und hier könnt ihr auch nochmal sehen, dass der Hitzekollaps, wie das hier genannt wird, auch in Mülheim da zum Beispiel jetzt schon überlegt wird. Das ist eine relativ neue Meldung, da waren wir neulich in Mülheim. Es ist vor ein paar Wochen gewesen und da steht es schon drin, Stadt hat zwar bereits einiges auf den Weg gebracht, ein umfassender Aktionsplan steht aber noch aus. Und zwar deswegen, weil sehr viele Pläne, zum Beispiel um den öffentlichen Personennahverkehr umzubauen, die dauern bei der Genehmigung so lange. Also in Köln hat, glaube ich, die letzte Strecke, die für den ÖPNV umgebaut werden soll, das ist, glaube ich, seit 30 Jahren oder so, ist das Antragsverfahren am Laufen. Ne? Und dann verfallen irgendwelche Gelder, wenn man es nicht rechtzeitig macht. Und so kommt das, dass das dann leider oft nicht schnell genug gemacht wird. Auch hier reden wir nicht von irgendwann, 2100 wird immer gerne gesagt, sondern von 2050. Da steht es, so gibt es viele Einzelmaßnahmen jetzt in Mülheim an der Ruhr, die laut Klimaanalyse des Regionalverbandes Ruhr in Mülheim bis 2050 dramatisch ansteigen wird. Durchschnittlich 58 Sommertage mit mehr als und so weiter sehr hohen Temperaturen
Und vor allen Dingen auch Wassernot stehen dann bevor. Ne? Also das ist den einzelnen Städten schon klar. Sie tun aber nicht was Grundsätzliches dagegen, sondern versuchen halt nur so ein bisschen rumzudoktern. London ist ein sehr gutes Beispiel dafür, habe ich vorhin schon erwähnt. London möchte unbedingt eine Schwammstadt werden, aber wenn ihr mal rumlauft, die Bilder zeige ich euch jetzt nicht, könnt ihr vergessen. Es ist absolut unmöglich, es gibt keine Wassersenken, nichts, ist alles zubetoniert und wird neu gebaut. Hierzu noch ein Kommentar von einem Leser oder Zuschauer, der hat gesagt, Herr Bernd, ich wohne in der Mitte von Berlin und möchte etwas zeigen, nämlich zu der Vertrocknung in den Städten, also dass dieses Schwammstadtding einfach nicht funktioniert. Das hat er mir vor ein paar Tagen geschickt, also nicht lange her. Und da seht ihr das, da hat er vor ein paar Tagen mitten in Berlin fotografiert, wie eben die ganzen Bäume vertrocknet sind. Und ich meine, klar, das seht ihr alle und habt euch schon daran gewöhnt, dass ständig die Bäume vertrocknen oder dauernd bewässert werden müssen von irgendwelchen Paten und Patinnen, ne, die dann Wasser in die Bäume gießen. Aber das ist alles andere als normal und das war früher nicht so. Tut mir leid, wenn ich immer früher sage, aber manchmal muss man halt ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, um zu sehen, wie extrem das ist. Und die Meldung jetzt hier vom RBB, also von dem örtlichen ARD-Sender, Berlin-Brandenburg ist auch schon, Berlin verliert weiter Straßenbäume, da seht ihr das. Natürlich, wenn die vertrocknen, irgendwann können die sich nicht mehr selber heilen und dann sind die kaputt. Hier auch nochmal Berliner Kurier, enormer Wasserverbrauch, wenn man da einfach nur Wasser reingießt, ohne Nutzen für den Baum. Also der Punkt ist gekommen, wo ihr da Wasser drauf gießen könnt, aber es bringt gar nicht mehr so viel, weil die Bäume, hier könnt ihr das sehen, diese Bewässerungssäcke benutzen, totaler Quatsch, wie jetzt hier herauskommt, denn gerade ältere Bäume können gar kein Wasser direkt am Stamm aufnehmen. Aha, habe ich selbst als Biologe, habe ich gedacht, ja, stimmt, stimmt. Es gibt ja Flachwurzelnde, es gibt Tiefwurzelnde, es gibt alle möglichen Wurzeln, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr so eine kleine Baumscheibe habt, ne, die kann auch ein bisschen größer sein, und ihr kippt da immer Wasser mit einem Wassersack rein und die Wurzeln sind da irgendwo ganz anders, dann sind die vertrocknet und dann sind sie tot. Ne? Das kann auch nicht mehr geheilt werden und dann stirbt der ganze Baum ab. Ich würde jetzt nicht totalen Quatsch nennen, es hängt auch von der Baumart ab. Also ich kenne auch Bäume, wo das ganz gut klappt, wenn die gesamte Baumscheibe zusätzlich gegossen wird und nicht nur dieser Wassersack, wo das was hilft. Besonders, weil in der Baumscheibe dann auch was leben kann. Ne? Dann kann so eine kleine Wiese hochwachsen, haben wir gerade in Brüssel gesehen, das funktioniert total gut. Aber trotzdem kann es sein, dass sehr, sehr viele Bäume, Stadtbäume dann sterben und dann haben wir das Problem, was sollen die Städte machen? Weil Bäume pflanzen wäre jetzt was, was man wirklich mal durchziehen könnte, so wie ich in Köln schon ganz viele Bäume in der Stadt mit Bürgerinnen und Bürgern und mir selbst spendiert habe. Und dann jetzt kommt das, was wir immer hören. Ja, da muss man sich halt anpassen. Ja, wie wollt ihr euch dann anpassen, wenn alles super schnell geht in einer Geschwindigkeit, die über die letzten 100.000 Jahre nicht beobachtet wurde? Wie soll sich denn der Mensch daran anpassen? Das ist nicht, in solchen Zeiträumen denken wir nicht, dass wir blitzschnell was ändern müssen, was super krasse Folgen für Jahrhunderttausende hat. Und dann sagt man, ja, der Baum der Zukunft muss die Hitze aushalten. Ja, welcher Baum der Zukunft denn? Die Palme? Ja klar, könnt ihr machen, ihr könnt überall Palmen hinpflanzen, kein Problem. Aber die örtlichen Insekten und Blumen und anderen Pflanzen, die sind ja zunächst mal nicht darauf angepasst. Also das ist zwar eine Lösung, wenn ihr die ganze Stadt umbauen wollt, komplett umbauen wollt, aber so weit möchte man ja vielleicht dann doch nicht gehen. Also hier steht es nochmal, in Berlin unter den 431.000 Berliner Stadtbäumen sind die Linden mit einem Anteil von 35% und Ahorne mit 20% am häufigsten zu finden, Eichen, Platanen, Kastanien. Ja, das sind jetzt keine Bäume, die auf tatsächlich jetzt tropische Bedingungen, also super viel Wasser zwischendurch und dann wieder totale Dürre, da sind die leider nicht eingerichtet. Und es gibt dann ab und zu mal klimarobuste Arten, für die Zukunft werden Baumarten benötigt, die Trockenheit überleben können. Ja, und wie sollen die dann alle pflanzen in der kurzen Zeit? Von welchem Geld? Wer macht das? Welche Behörde ist zuständig? Wer? Wann? Von welchem Geld? Warum? Wie? Ne? Das ginge schon, wenn man sagen würde, so jetzt reicht's. Ne? Wir machen das jetzt einfach im Stadtrat. No matter what, wir ziehen das jetzt mal durch, wir versuchen jetzt mal eine schöne Schwammstadt zu machen, dann können wir vielleicht auch noch ganz langsam eine Umstellung auf klimaverträgliche, also auf hitzeverträgliche Bäume machen, aber dann muss es halt passieren und man nicht nur reden, dann muss es messbar passieren. Ne? Die Wildfires, von denen ihr sehr viel gehört habt, letztes Jahr und dieses Jahr, die haben auch noch eine interessante neue Wirkung. Da gibt es zwei neue Studien. Die erste Studie, die ich jetzt hier nicht mehr reingepackt habe, weil die ist zu neu, also das habe ich gestern erst gelesen, ist, dass bei den Wildfires bilden sich kleine schwarze Kügelchen, Teerkügelchen, und die nehmen auch nochmal super viel Hitze auf. Das heißt also, ihr habt sowieso schon Dürre und das Feuer und die Trockenheit und dann habt ihr zusätzlich noch etwas, was noch mehr Hitze und Wärme aufnimmt und dazu führt, dass es noch trockener wird. Also das verstärkt sich dann auch nochmal von selbst. Und hier ist noch eine Studie, die ich, sagen wir mal, da habe ich auch nicht so richtig dran gedacht.
Die ist vom Juni, also Ende Juni 2023, also auch ganz neu. Da haben die, die Kollegen sich mal angeguckt, was passiert, wenn die Wälder brennen und wie viele Wälder brennen überhaupt. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele aktive Fires hier gewesen in dieser Studie. Da seht ihr das. Und die Kollegen haben dann gesagt, everyone is very concerned on high alert. Also ich sage es mal auf Deutsch. Also jeder ist sehr besorgt und wissenschaftlich, ne? Nicht jetzt nur von Gefühlen her. Und in allerhöchster Alarmstufe sagt die Kollegin aus Kanada von der Naturschutzbehörde, weil ein also sehr, sehr große Flächen dieser Bäume in Naturschutzgebieten einfach weggebrannt sind. Und das CO2, was dabei ausgestoßen wird, das wird natürlich auch nicht mehr aufgefangen. Also Bäume würden ja CO2 einatmen, aber ich hatte da selber nicht so drüber nachgedacht. Wenn ihr das Wildfire habt, wird es also noch trockener und noch heißer, das habe ich gerade geschildert. Gleichzeitig setzt ihr noch viel mehr CO2 frei und die Erde ist schutzlos ausgeliefert, weil natürlich so schnell nichts mehr drauf wachsen kann. Und das wird gerade jetzt ausgerechnet, da, wie viel Kohlenstoffdioxid für die nächsten 30 Jahre, das ist so eine Runde, die man in so Wäldern rechnet, so ein Wald, um richtig hochzuwachsen, braucht erstmal 30 Jahre ungefähr, wie viel CO2 zusätzlich nicht aufgenommen werden kann. Auch hier müssen die Klimamodelle noch angepasst werden und das ist genau das, wenn ihr die Klimamodelle seht, zum Beispiel von der größten Agentur, vom IPCC, die sind immer noch freundlich. Das sind freundliche Klimamodelle, weil die sowas alles noch gar nicht berücksichtigen. Es tut mir leid, das war es leider noch nicht. Ich habe gerade schon vom Meeresspiegelanstieg geredet. Schauen wir uns da mal die neuesten Daten an. Und das fand ich wirklich auch, wie soll ich sagen, da wusste ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll oder denken soll. Das ist aus, von space.com. Antarctic Sea Ice Hits Record Low. Das wisst ihr vielleicht, das sind Satellitenbilder. Auch hier hören wir immer wieder, nö, das stimmt doch gar nicht. An einer Ecke, an einem der Pole, hat das Eis doch zugenommen. Ja, kann sein. Aber wir gucken auf die gesamte Erde, nicht auf einen einzigen Fleck oder hier vor der Tür von der Linien Society. Und das sind die zusammengesetzten Satellitenbilder. Ich habe jetzt mal die von der NASA genommen, ne? Weil ihr die sehr leicht selber googeln könnt. Ihr sollt ja alles prüfen können, was ich hier zeige. Deswegen erwähne ich auch immer die Namen der Forscher und Forscherinnen und so weiter. Und hier seht ihr das, also wie das abnimmt. Und wenn man hier so einen Zeitraffer mal einblendet, seht ihr das einfach. Na klar, nimmt mal irgendwo irgendwas auch zu. Ne? Das ist jetzt nicht die Frage. Aber die interessant ist, wie stark die Gesamtabnahme ist. Und ich weiß, dass das schon sehr, sehr lange bekannt ist und viele von euch vielleicht auch schon gehört haben. Aber das wirklich mal zu sehen, wie stark die Unterschiede zu vergangenen Zeiten sind, das finde ich sehr, sehr aussagekräftig, weil sich dann eben das neue Eis an einzelnen Stellen schon, aber insgesamt eben nicht mehr so bilden kann, wie sich das vorher bilden konnte und sehr stark zurückzieht. Jetzt wird euch das vielleicht nicht so viel sagen. Da sagt ihr, ja, keine Ahnung, vorhin hast du so Durchschnittswerte mal gehabt und so, was ist denn jetzt hier die Baseline und so. Da habt ihr schon recht. Deswegen gucken wir es uns einfach mal mit den neuesten Veröffentlichungen an. Das ist jetzt hier, ich komme gleich wieder zu Space.com, aber das hier ist nochmal aus einem Nachrichtenportal aus Australien, habe ich jetzt einfach mal genommen. Da könnt ihr das auch sehen. In Kürze, das antarktische Eis konnte sich normalerweise im Winter wieder erholen. Also das ist das, was hier in dem Zeitraffer gezeigt werden sollte. Aber das klappt nicht mehr. Also das, was man normalerweise als Wintererholung des Eises hatte, das klappt nicht mehr. Gemessen. Fotografiert aus dem All. Keine Möglichkeit, das wegzudiskutieren. Ist gemessen worden, das funktioniert einfach nicht mehr. Und was bedeutet das jetzt, wenn im Winter sich das Eis nicht mehr erholen kann, also nicht mehr bilden kann? Das bedeutet, dass die Erde wärmer wird. Und einer der Gründe dafür ist, dass das weiße Eis, das kann Sonne zurückstrahlen. Dann wird die nicht so leicht aufgenommen. Und wenn ihr aber das, sagen wir mal, schwarze sozusagen, das dunkle Wasser freilegt, dann kann die Energie aufgenommen werden. Und in meinem letzten Vortrag von vor ungefähr 2 Monaten habe ich ja geschildert, dass eben die ozeanischen Temperaturen auch in der Tiefe, nicht nur in der Oberfläche, auch in der Tiefe gemessen zunehmen. Das ist jetzt gemessen geworden. Ne? Also das sind die Meldungen, die ihr da seht. What happens in Antarctica doesn't stay in Antarctica. Das ist heute so ein bisschen das Thema von meinem Vortrag. Wir müssen das über die ganze Erde sehen. Das heißt, wenn da das ganze Eis wegbricht, sich im Winter nicht mehr erholen kann, wird es immer wärmer, das Wasser heizt sich auf, dadurch gibt es Meeresspiegelanstieg. Und das ist alles schon passiert übrigens. Ich will das nochmal ganz klar sagen. Das ist nichts, was in Zukunft passieren könnte und wo wir eine Maschine bauen können. Sondern das ist schon passiert. Ne? Also wir müssen jetzt ganz, ganz neue grundsätzliche Dinge machen, von denen ich einige vorhin schon genannt habe. Und hier
Wenn ihr euch mal die Meldung durchlesen wolltet, ne, weil ihr das selber nachrecherchieren wollt, werdet ihr das sehen. Also wenn man das über spätes Jahr 2022 und das Jahr 2023 anguckt, dann sieht man eben, dass das Eis, was eigentlich normalerweise da sein müsste, disappearing month after month at a pace never seen before. Also das passiert in einer Geschwindigkeit, die noch niemals beobachtet wurde. Moment mal, davon redet der Benecke doch die ganze Zeit. Ne, seit, weiß ich nicht, einer Stunde oder so erzähle ich euch davon, dass die Ereignisse, die wir diesen Sommer sehen, also jetzt im August, wo ich spreche, und im Juli, also den Monat davor, mit einer noch nie in der bekannten Menschheitsgeschichte und auch durch Kernbohrungen und Wasseruntersuchungen und so weiter nachgewiesenen Geschwindigkeit stattfindet. Das ist gemessen. Also dieses Jahr, Juli, August, setzt nochmal ganz viel auf alles, was ihr in den bisherigen Umweltvorträgen gehört habt, obendrauf. Gemessen. Ne? Hier ist zum Beispiel ein Vortrag dazu. Das ist die Leiterin der nächsten Expedition vom Alfred-Wegener-Institut. Hier ist ein Foto, das von der Urania Berlin, so einem Wissensinstitution, da gezeigt wurde. Und hier ist die Meldung dazu vom Alfred-Wegener-Institut. Augenzeugen des arktischen Wandels, ArcWatch 1. Die Direktorin Antje Bötius, ihr seht ihr sie, leitet die Polarstern-Expedition in die Zentralarktis. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ich will euch auch mal zeigen, das sind echte Menschen, die könnt ihr echt ansprechen, auf der echten Welt, echte Forscherinnen und Forscher, die an echten Unis oder Institutionen arbeiten. Das sind nicht irgendwelche Leute, die in einem Keller wohnen, die keiner kennt und niemand die Daten prüfen kann. Das alles, was hier gemessen wird, auch von der letzten Expedition, von der Mosaik-Expedition, von der ihr vielleicht gehört habt, wo es hier auch einen sehr schönen Vortrag übrigens gab, in der Lenin Society dazu, zu der Mosaik-Expedition 2019, 2020. Bei der neuen Expedition und bei der alten Expedition ist alles veröffentlicht und jede Forscherin und jeder Forscher, das meine ich wörtlich so, auch ihr selber, könnt euch die Daten angucken, runterladen und selber eure Meinung bilden, wenn ihr wollt. Meiner Meinung nach ist das nicht nötig, meiner Meinung nach ist es nicht nötig, sich eine Meinung zu bilden, weil die Daten ja für sich sprechen, das habt ihr ja gesehen. Also die Daten sind hier ausnahmsweise mal so eindeutig, wie sie sonst nicht sind. Auch hier nochmal sagt er jetzt, Alfred-Wegener-Institut, keine Ahnung, hört sich schon wieder so wissenschaftlich an. Also das ist die nächste Studie. Ach übrigens, die Kollegin hier war hier, das könnt ihr hier sehen, beim bisher größten Meereseisminimum der Arktis und seinen Folgen für das Leben in der Tiefsee schon dabei. Also die ist wirklich sehr, sehr erfahren. Ist also vielleicht auch interessant, das ist jetzt nicht irgendwie in der Politik, wo man sagt, du machst das jetzt. Ne, so ist das nicht. Wir reden hier von sehr erfahrenen Forscherinnen und Forschern, Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Und hier nochmal kurz. Nehmen wir mal an, ihr denkt so, nee, ist mir alles zu wissenschaftlich. Na gut, dann guckt doch in die populärwissenschaftlichen, also allgemeinverständlichen Sachen rein, in die Bild-Zeitung, in den Guardian, überall. Hier könnt ihr nicht sehen, ich vergrößere euch das mal raus. Hier steht drüber Auswirkungen des Klimawandels. Und dann seht ihr hier, das ist jetzt aus der Bild-Zeitung, Alpengletscher schmelzen. Bis Ende des 21. Jahrhunderts werden wohl 90% der Alpengletscher geschmolzen sein. Zack. Oder hier. Meeresspiegel steigt, habe ich euch gerade schon erzählt. In 100 Jahren wird er circa 1 Meter höher sein. 1 Meter, ne, das ist schon echt viel. Guckt euch mal an, wie das in den letzten Jahrhunderttausenden und Millionen von Jahren war. Also 1 Meter, das ist gewaltig. Niedrig gelegene Regionen, rot, werden überflutet sein. Oh, Hamburg, Amsterdam, London. Also London nicht, sondern hier die Küstengebiete da. Das habe ich schon vor 2-3 Jahren mal im Vortrag erzählt. Könnt ihr euch gerne mal selber runterladen. Da gibt es eine eigene Webseite, wo man auch sozusagen minutengenau oder stundengenau, taggenau, kann man sehen, wie der Meeresspiegel sich verändert. Das ist auch leicht verständlich, weil es einfach nur eine Karte ist, wo diese Küstengebiete eingezeichnet sind. Der Wald verschwindet. Eine sehr große Fläche des Waldes, habt ihr vorhin schon gehört. Bis 2030 wird, wie das auch immer, ne, die Zahl kann man gar nicht einordnen, abgeholzt, schätzt der WWF. Und jetzt kommt die Schätzung, wie viel ist das? Die fünffache Fläche Deutschlands. Also wir haben jetzt 2023, in den nächsten 7 Jahren wird die fünffache Fläche Deutschlands wieder verschwinden an Waldgebieten. Und das sage ich besonders deswegen oder zeige euch, weil das unter dem Eindruck steht, dass in manchen Regionen, zum Beispiel Brasilien, wird jetzt etwas weniger abgeholzt. Ja, okay, etwas weniger. Das heißt, vorher ist mein Auto mit 300 Kilometer pro Stunde gegen die Wand gefahren, jetzt fährt es mit 290 Stundenkilometer pro Stunde gegen die Wand. Reicht nicht. Ne, man muss wenden, sich drehen oder super krass abbremsen, nicht ein bisschen was machen, da komme ich gleich noch am Ende zu. Und natürlich Ernteausfälle, das bedroht uns vielleicht zunächst mal in den reichen Ländern nicht so stark, weil wir sagen, ne, ich kaufe das. Aber irgendwann, das Geld, ne, kommt ja auch irgendwo her, also durch Tauschleistungen, und dann wird es auch ein bisschen schwierig. Die Erwärmung der Weltmeere, die ich heute in dem Vortrag, weil ich es letztes Mal gemacht habe, nicht mehr so stark ansprechen wollte, aber nur, damit ihr denkt,
damit ihr es seht, wenn ihr die anderen Vorträge nicht so kennt. Hier ist nochmal von der National Oceanic and Atmospheric Administration, also einer sehr großen Agentur, hier von der Bild-Zeitung übernommen, die Daten nochmal dargestellt. Hier seht ihr den langjährigen Durchschnitt nochmal in den Meerestemperaturen. Auf die Einzelheiten gehe ich jetzt nicht ein, aber ich habe es ja vorhin gesagt, das Wasser wird auch in der Tiefe wärmer, nicht nur an der Oberfläche. Es ist ein Märchen, dass es nur an der Oberfläche passiert. Und hier seht ihr das, dass gegenüber dem Durchschnitt aus den Jahren 1900 oder 1901 bis 2000, das ist hier der Durchschnittswert, seht ihr also, dass das hier 1880 wieder bis 1920, 1940, da fängt das an, auf einmal hochzugehen. Kennt ihr schon, in den 1950er Jahren hat halt die Industrialisierung richtig durchgeschlagen. Und dann auf einmal, hier könnte man noch sagen, ja, das schwankt ja hin und her, da wird es immer kälter. Ne? Das ist das, was auch viele von den Leuten, die jetzt so 70 oder 80 Jahre alt sind, also wenn ihr jetzt gerade 70 oder 80 Jahre alt seid, sagt ihr, hö, klar, mal was wärmer, mal was kälter. Stimmt, habt ihr recht, bis 1980 ungefähr war das. Ne, als die betreffenden Menschen noch was jünger waren, korrekt. Aber jetzt für alle Jüngeren, Millennials, Gen Z, wie auch immer, da seht ihr das, ist nur noch ein Anstieg gegenüber die Hintergrundlinie von aus 100 Jahren. Aus dem Meerwasser und das könnt ihr messen, wo ihr wollt. Selbst wenn ihr das örtlich messt, also hier zum Beispiel in England, also United Kingdom, hier seht ihr das, das Gelbe ist der Atlantische Ozean, kann man jetzt nicht richtig sehen vielleicht, also das ist das Meer. Hier ist die Nordsee, da. Hier ist das Schwarze Meer und das Helle, das sind die Landmassen. Hier ist Spanien, Frankreich, Deutschland und so weiter. Und hier seht ihr aufgetragen, wie die Meerestemperatur sich erhöht. Und da könnt ihr das sehen, hier in der Gegend, wo man es eigentlich wirklich nicht unbedingt erwarten würde. Also im klassischen Nordeuropa, was wir so als kalt und Schnee und Langlauf und Skifahren und sowas kennen. Da heizt sich das also deutlich gegen den Hintergrundwert auf und zwar ordentlich. Hier reden wir nicht von 0,2 Grad oder sowas, sondern hier seht ihr, blau wäre minus 2 Grad Celsius gegen den Durchschnittswert und hier geht es immer weiter bis plus 12 Grad. Ihr habt richtig gehört, plus 12 Grad Wassertemperaturerwärmung. Richtig gehört, kein Verhörer. Hier oben in Nordeuropa, da wo es klassischerweise immer so schön kalt ist. Und hier seht ihr auch, falls ihr es erkennen könnt, in den Bereichen, die küstennäher sind, also hier in der Nordsee insbesondere, 5 Grad Temperaturanstieg über das Normale. 5 Grad, wohl nicht von einem Tag auf den anderen oder mal in einem schönen warmen Sommer, sondern wir reden hier von den Durchschnittswerten. Also auch das betrifft uns auch ganz direkt hier in Europa. Und falls diese Meeresströmungen, die warme Luft hier noch über Jahrtausende und noch längere Zeiten hier nach, sagen wir mal, England und sowas gebracht haben und hier oben, wenn die jetzt gestört werden sollten, dann wird es hier zum Beispiel jetzt auf einmal sehr, sehr kalt werden, weil das Wasser warm geworden ist. Ich verstehe schon, dass sich das manchmal ein bisschen schwierig anhört, in diesen Gesamtzusammenhängen zu denken, aber ich hoffe, ihr habt jetzt genug Informationen schon, um einen Blick darauf zu kriegen. Ich habe am Anfang erwähnt, die Umweltkatastrophen nehmen wirklich zu und dann habt ihr vielleicht noch im Hinterkopf so, ach ja, der Markt, das sagt das immer irgendwie und so, hast du Daten? Ne? Also die Blitzschläge habe ich euch schon gezeigt, Meereserwärmung und so weiter habe ich euch auch schon gezeigt, Schlamm und Dürre braucht man nicht mehr drüber reden, das ist seit 3 Jahren ja schon Alltag geworden leider, die Zunahme, aber hier könnt ihr es jetzt mal sehen aus einem Zeitraum, den man messen kann, den man sehr gut messen kann, ohne Messfehler, ohne Stichprobenfehler, das ist 1980. Wo das anfängt mit verschiedenen Katastrophen, also Hitzekatastrophen und Wasserkatastrophen, wenn man so will, auch Waldbrände, alles Mögliche. Also das ist 1980, 1990, 2000, 2014 ist jetzt hier mal genommen. Und hier, das könnt ihr jetzt, ja, da geht es nicht mehr weiter, das ist abgeschnitten. Da seht ihr das selbst bis 2014, also vor 10 Jahren, seht ihr schon, dass es eine deutliche Zunahme der Gesamtzahl gibt. Und zwar müsst ihr hier oben, wo der grüne Punkt jetzt hier lang geht, das müsst ihr nehmen, das ist die Gesamtzahl zusammengerechnet. Da seht ihr also immer dieselbe Kurve, es geht hoch, ne? Also auf der Achse, die könnte man jetzt natürlich schmaler oder breiter machen, aber es ändert überhaupt nichts daran, es geht hier deutlich hoch und zwar auch in absoluten Zahlen, also egal wie steil der Anstieg ist, ne? Ob man den jetzt flach darstellt oder so darstellt, spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn man alle Katastrophen zusammennimmt, Hitzewellen, Waldbrände, Dürre, ist das von 291 Ereignisse pro Jahr auf 904 Ereignisse pro Jahr gestiegen und zwar innerhalb wirklich super kurzer Zeit, 43 Jahre. Das ist im Vergleich zu dem, was auf der Erde passiert, Entwicklung von Käfern, Würmern, Charles Darwin hat sich ja sehr für Regenwürmer interessiert, zum Beispiel, der mich hier anguckt und viele andere mehr von dem Gemälde da hinten. Das hat super krass zugenommen, ne? Wirklich. Also das könnt ihr hier sehen, das ist gemessen, die Studie könnt ihr euch anschauen und selber googeln. Ihr könnt es aber auch in öffentlichen Veröffentlichungen euch angucken. Und hier mal von der Seite Klimawandel, die ich ziemlich gut finde bei Facebook, da könnt ihr das auch nochmal sehen, wie kann man sich das jetzt vorstellen, so, wenn ihr euch so eine Gauss-Kurve vorstellt, wo der Mittelwert wäre, egal von was, also sagen wir zum Beispiel,
von Waldbränden, von Überschwemmungen, von Dürre, von Temperatur, irgendwas. Dann gibt es ja immer so eine Abweichung nach links und rechts, ne, wenn man die Daten misst. Und hier seht ihr das mal schön dargestellt. Das ist eine Gauss-Kurve, so eine Glockenkurve. Hier sind die kühleren, also hier, das ist die Temperaturachse. Also hier unten, wo der grüne Punkt lang flitzt, ist Temperatur. Und hier seht ihr die Anzahl der abweichenden Tage. Und dann denken eben manche Leute, okay, es gab schon immer eine normale Temperatur sozusagen in der Mitte. Das ist die große Glocke. Und dann die Seiten der Glocke, da gab es dann halt super kalte Tage und super warme Tage. Das ist schon richtig. Ne? Das hat sich auch nicht geändert. Es hat sich was anderes geändert. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Also wenn wir uns das mal angucken. Hier ist jetzt also diese Glockenkurve, habe ich jetzt hier mal genommen. Also das ist, hier wird es kälter, hier wird es wärmere Tage. Hier ist so die mittlere Temperatur, die man so hat. Und was passiert ist, ist, dass wir Menschen, das, was ich vorhin mit hitzefrei und diesen super krassen Temperaturen bis 52 Grad, die normal sind schon bei der New York Times, dass sich der Mittelwert hat sich verschoben. Das ist nämlich so. Das heißt, früher war der Mittelwert hier bei irgendeiner Temperatur, ne? Habt ihr vorhin gesehen, zum Beispiel 16 Grad, ne? Oder irgendwas. Und dann verschiebt sich das und das ist das, wovon alle immer reden, von diesem 1,5-Grad-Ziel, dann um 1 oder 2 Grad nach rechts. Und dann seid ihr in der Zone, wo ihr viel, viel mehr von den extrem heißen Tagen habt. Eine Glockenkurve ist das natürlich immer noch, aber die Temperatur, die dort herrscht, wenn sich das Ganze ins Heißere verschiebt, ist für Menschen nicht mehr erträglich. Andere Lebewesen werden das aushalten. Es wird nicht das ganze Leben auf der Erde untergehen, das nicht. Aber für Menschen wird es schwierig. Ne? Ihr habt schon gehört, ne? Zum Beispiel aus Gründen des Wassermangels oder weil eure Häuser von Schlamm überwälzt werden oder weil ihr vom Blitz erschlagen werdet. Die Naturkatastrophen nehmen messbar zu. Das ist keine Einbildung und kein Messfehler. Ich zeige euch das schon die ganze Zeit hier. Wenn nicht, wenn ihr jetzt später erst bei TikTok zugeschaltet habt, könnt ihr euch den Vortrag nochmal angucken. Wir zeichnen den auf, stellen den nach YouTube. Und dann gibt es natürlich immer diese Einzelmeldungen, wie hier zum Beispiel in Schottland. Da gibt es dann immer irgendwie kleine Pflänzchen. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das sogar schon mal gesehen. Das ist so eine ganz niedliche, kleine, weiße Pflanze. Sehr, sehr schön. On the brink of extinction. Auf einmal sind die weg. Und das haben die Ines und ich schon so oft gesehen in den letzten Jahren, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir, also ihr kennt es vielleicht von Schmetterlingen, wo wir sagen, ja, wo sind die ganzen Lebewesen hin? Wo sind die ganzen Pflanzen hin, die hier früher gewachsen sind? Wo sind die ganzen Ameisen zum Beispiel? Wo sind die ganzen Schmetterlinge hin? Die sind alle weg. Die Eintagsfliegen, die sind weg. Und das kommt von dieser Verschiebung. Das kommt genau daher. Die Tiere und die Pflanzen, das Geflecht des Lebens, hält es nicht aus, wenn die Temperatur sich um scheinbar harmlose 1,5 Grad, wie gesagt, zeige ich gleich am Ende nochmal, zur Seite verschiebt. Das brutzelt einfach weg, das geht in einer Geschwindigkeit, die es in der Geschichte des Lebens oder der Evolution hier im Angesicht von Alfred Russel Wallace und Charles Darwin, die hier als Gemälde hängen, das sind Geschwindigkeiten, die sind so schnell, die kann man gar nicht mehr beschreiben. Das wäre so, als ob ihr, sagen wir mal, mit dem Fahrrad könntet ihr auf einmal 1500 Stundenkilometer fahren. Das ist unvorstellbar, das sprengt das Gehirn. Das sind diese irren Kurven, die ich euch jetzt hier seit einer Stunde oder anderthalb Stunden zeige. Und das führt dann dazu, dass die Arten aussterben. Wenn ihr das mal sehen wollt, das ist ziemlich krass. Das hier ist die Climate Watch, die Uhr in New York, die Zeiten anzeigt. Das war vor ungefähr einem Monat, wie viel Zeit wir noch haben, um überhaupt das 1,5-Grad-Ziel einzuleiten, wenn wir grundsätzlich das gegen die wandrasende Auto damit 300 Stundenkilometer, wenn wir das drehen oder abwenden. Das waren, als ich da stand, das war einer der gruseligsten Momente in meinem Leben. Echt. Da stand ich und dann waren das noch 6 Jahre hier und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen und dann waren es nur noch 5 Jahre. Wenn ihr das mal aufrufen wollt, ja, ist vielleicht ein bisschen klein, da könnt ihr sehen, da geht ihr aber auf climateclock.world. Da braucht ihr noch nicht mal auf Science gehen, sondern auf climateclock.world, da läuft ihr ab und da werdet ihr sehen, da könnt ihr live, könnt ihr auf dem Computer euch angucken, wie die Zeit abläuft. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Das geht nicht. Es gibt keinen Forscher und keine Forscherin auf der Welt, die in dem Bereich arbeiten, die das noch sehen. So, jetzt kommen wir noch zu einer kleinen britischen Sache. Ich stehe ja im Herzen von London, in der Nähe des Piccadilly Circus. Hier ist die geologische und die astrologische Gesellschaft, die sind hier alle in den Nachbarräumen drin. Sehr, sehr ehrwürdig. So, der Premierminister von London zum Beispiel, ne? Der sagt, von England, Entschuldigung, der sagt natürlich, okay, na klar, wir machen Klimaschutz, ne, und machen London zu einer Schwammstadt, was überhaupt nicht geht, das ist überhaupt nicht möglich, ne, und vieles mehr. Und dann stellt sich raus, das ist eine neue Meldung vom 1. August, also von vor 2 Wochen, stellt sich raus, dass die Familie vom Regierungschef selber
Lizenzen neu vergeben hat für die Ölforderung in der Nordsee. Und dann hat die Bevölkerung hier in England natürlich aufgeschrien und hat gesagt, ja wie, aber wenn wir doch weniger Kohlenstoffdioxid in die Luft entlassen wollen, können wir doch jetzt nicht Öl anfangen zu fördern. Wir müssen weniger Öl fördern. Und jetzt kommt die Logik, die ihr dann hören werdet. Jetzt wird es nämlich spitzfindig. Jetzt merkt man nämlich, dass wir am Ende angekommen sind. Jetzt kommen nur noch die super spitzfindigen Ausreden. Und dann sagt er, was auch stimmt, die Aussage stimmt, ja, aber besser, wir fördern das Öl hier, als dass wir Öl woanders fördern und dann mit einem Schiff übers Meer transportieren, weil das kostet ja auch schon wieder Kohlenstoffdioxid. Ja, die Aussage stimmt. Wenn euch die Aussage einleuchtet, könnt ihr beim Duschen irgendwie oder in der Badewanne oder in einem ruhigen Garten mal drüber nachdenken, was das für eine Logik ist. Also, wir fördern mehr Öl hier, weil das sozusagen regional ist, um die Transportkosten für das Öl von woanders zu sparen. Könnt ihr gerne drunter posten, wo da der Denkfehler drin ist. Und natürlich führt das dazu, dass die Net Zero Emission, also dass man kein Kohlenstoffdioxid mehr erzeugt, jetzt verrate ich euch die Auflösung, dass die Kohlenstoffdioxidausstöße hier vor Ort bis 2050 auf Null gehen sollen, ist ja überhaupt nicht möglich. Also wenn jetzt neue Ölförderung genehmigt wird im Jahr 2023 von der Familie des Premierministers, also über diese Firma und über die politische Entscheidung, und es auch gefördert wird, dann kann man ja nicht null Kohlenstoffdioxid in die Luft abgeben. Wie soll das funktionieren? Also das ist völlig ausgeschlossen, das ist absoluter Wahnsinn. Und letztes Mal habe ich euch diesen Fall nicht geschildert, da war der ja noch nicht bekannt, der ist ja jetzt erst seit 2 Wochen bekannt, dass also der britische Premierminister mit seiner Familie da in diese Ölförderung hier vor Ort, dass er daran beteiligt ist, sondern letztes Mal habe ich euch von der Willow Climate Bomb berichtet. Also das heißt, wir haben das Auftauen des Permafrost, wir haben die Methanquellen, also lauter Sachen, die überhaupt nicht mehr steuerbar sind, überhaupt nicht mehr. Und dann kommen eben die genehmigten Projekte dazu. Hier die Willow Climate Bomb, das Willow Project, habe ich letztes Mal drüber geredet, nur kurz zur Erinnerung. Da hat Präsident Biden, der auch sehr, sehr stark Klimaschutz auf dem Programm hat, also wirklich in den USA, der hat dann auch wieder riesige Ölfelder freigegeben mit einem Trick. Und zwar haben die das so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir geben nicht alle Ölfelder frei, sondern nur einen Bereich. Aber dieser Bereich, der kann dann mit den anderen verbunden werden. What the fuck? Das ist ja unfassbar. Also da sind wir jetzt angekommen und deswegen hat sich jetzt gezeigt hier in der Kapital, das ist eine deutsche Zeitschrift, die sich stark für Wirtschaftsfragen interessiert, die auch keinen Quatsch macht, nur für die, die jetzt eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen und nicht so sich für Geld und sowas interessieren, so wie ich, das interessiert mich auch nicht. Schlagzeile, neue Schlagzeile, leere Versprechen. Für viele Unternehmen ist Klimaschutz nur ein Werbegag. Und das seht ihr jetzt, also das habt ihr gerade gesehen, ne? Project Willow politischerweise oder eben die Ölförderung hier in England. Das ist eine Meldung aus dem Juni 2023. Klimaschutz ist eine beliebte Werbestrategie. Ja klar, ne? Viele Firmen verschleiern ihre Emissionen und das wurde gemessen. Wenn ihr das mal sehen wollt, das könnt ihr aufrufen im Corporate Climate Responsibility Monitor. Ich zeige es euch mal, ihr könnt es wahrscheinlich auf der Leinwand nicht so gut sehen, aber wir können mal ein bisschen da durchgehen, damit ihr mal seht, wovon wir hier reden. Also dieser Pfeil, der zeigt nach unten, der zeigt ganz weit nach unten, der zeigt, so viel Kohlenstoffdioxid wollen wir weniger abgeben. Das ist zum Beispiel hier 2019 waren das 2,2 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid. Also hier oben wäre sozusagen die Linie spielt gar keine Rolle, die ist interessant. Also nach oben wäre mehr Kohlenstoffdioxid abgegeben, nach unten wäre weniger Kohlenstoffdioxid abgegeben. Und jetzt seht ihr, 24 Firmen haben gesagt, sie wollen also zu Net Zero kommen, also zu keinerlei Kohlenstoffdioxidausstieg und das haben sie hier geplätscht, also das haben sie behauptet und dann vergleicht man das mit dem, was sie tun, also mit den messbaren Handlungen, mit dem, was sie tun, dann sieht man, es stimmt überhaupt nicht. Ne? Also sie reduzieren hier ein bisschen, aber bestimmt nicht 2,2 Gigatonnen. Das sind die Pfeile nach unten und da seht ihr also, das ist kurz gesagt, also das sage ich jetzt, also jetzt mache ich das erste Mal eine Meinungsäußerung, das ist halt ein Lügenmärchen. Ne? Also es hört sich halt geil an, dann schreiben wir rein, ja, wir machen hier Net Zero, wir stoßen keinen Kohlenstoffdioxid aus mehr bis 2050, was ja sowieso schon Wahnsinn ist, weil bis dahin, so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Ihr habt es gesehen, wir haben noch maximal 6 Jahre, ne? Also bis 2030 allerspätestens, aber bestimmt nicht bis 2050. Und da seht ihr, was in Wirklichkeit passiert. Und das steht jetzt in einer Wirtschaftszeitschrift, die jetzt wirklich jedes Interesse daran hat, preiswert Energie zu erzeugen, ne? Und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber selbst die sagen schon, okay, es ist ein Werbegag, es ist ein Märchen und meine Worte, das haben die nicht gesagt, es ist ein Lügenmärchen. Nur noch ein Beispiel dazu. Ich weiß, ihr könnt das vielleicht nicht so gut sehen, aber ihr könnt euch selber aufrufen, wenn ihr wollt. Das ist aus derselben Studie von der Corporate Climate Responsibility Monitor Studie. Da seht ihr das eben.
welche Firmen da geprüft wurden. Das ist zum Beispiel Samsung, Walmart, das ist eine Riesenkette in den USA, Volkswagen, Mercedes-Benz, Google, Microsoft. Das sind alles welche, die immer sagen, wir stoßen teilweise jetzt schon kein Kohlenstoffdioxid mehr aus und so weiter. Und lustigerweise, wenn ihr mal guckt, wer macht wirklich was, das wäre grün. Niemand. Keine einzige der Firmen macht wirklich das, was sie sagen. Das wäre grün. Ja? Dann, oder ansatzweise, einige vielleicht, aber die haben noch nicht das grüne Label bekommen. Dann, wer hält sich halbwegs an das Selbstgeforderte und Selbstgesagte? Nicht von der Regierung oder von irgendwelchen Ökos, sondern was sie selber gesagt haben. Da halten sich ein paar Firmen dran, H&M zum Beispiel, Apple, Maersk, die werdet ihr nicht so kennen. Und so ein paar, das sind so irgendwelche Firmen, die mit Logistik und Transport was zu tun haben. Foxconn und ThyssenKrupp. Die halten sich so ein bisschen dran. So, und jetzt, wer hält sich überhaupt gar nicht an das Selbstvorgeschriebene, wenn man so will? Also nochmal, das schreiben die sich selbst vor und dann wird gemessen, was sie tun. Also wer macht es überhaupt nicht? Also Pure Integrity ist dann zum Beispiel Samsung, Walmart, wen kennt ihr noch? Nestle, Volkswagen, Mercedes-Benz, Microsoft, Google. Wetten, dass ihr mindestens von Google und von Microsoft schon gehört habt, dass sie bei angeblich super krassen Klimareduktions-Treibhausgas-Verminderungen sind. Ja, da muss man noch mal gucken, was sie wirklich machen. Diese Studie ist ganz neu, die ist von 2023, könnt ihr euch runterladen. Und das sind Messungen, keine Meinungen. Tut mir leid, wenn ich das immer wieder sage, aber das will ich mal machen. Und dann hier nochmal das letzte Bild aus dieser Studie ist, dass Five Companies zumindest in das, was man okay finden könnte, reinfallen. Also das ist Apple, ThyssenKrupp, Maersk, H&M, die fallen zumindest in das rein, egal ob man das jetzt grün werten will oder nicht. Also H&M wird jetzt hier als grün bewertet und Maersk auch, die ihr vorhin schon gehört habt. Aber ihr seht auf jeden Fall, was für Apple kommt dann hier. Aber die sind so bei 70% von dem, was sie selber sagen. Aber dann kommen eben alle anderen, die machen vielleicht gerade mal 40% oder Samsung 25% und so weiter. Ne? Und dann sind hier die da schon total außen vor sind. Also das ist gemessen, das ist kein Bashing, also so irgendwie schlecht reden über irgendwelche Firmen, sondern das ist halt gemessen. Und einer der Gründe dafür ist, dass es natürlich auch um die Ecke sehr viele versteckte Klimaprobleme gibt, was jetzt nur das Kohlenstoffdioxid angeht. Lassen wir alles andere mal raus. Da seht ihr, dass zum Beispiel Braunkohle wird immer noch staatlich gefördert. Auch war ich sehr, sehr verblüfft, das ist von Juli 2023 diese Studie. Braunkohle wird immer noch staatlich gefördert, wusste ich überhaupt nicht, teilweise direkt oder indirekt mit rund 1,7 Milliarden Euro. 1,2 Milliarden Euro kommen direkt aus dem Staatshaushalt und fehlen dort für andere Maßnahmen, nämlich die ihr gehört habt. Für 1,2 Milliarden könnte man zum Beispiel, was die Städte angeht, könnte man super viel machen, weil das Hochwachsen von Wiesen, das Begrünen von Hauswänden und so weiter, was sehr, sehr viel bringt, oder auch Solar auf jedes Dach, Solarzellen auf jedes Dach, das wäre natürlich durch so ein kleines bisschen Unterstützung der Privatleute oder der Besitzer und Besitzerinnen der Häuser, da könnte man sehr, sehr viel machen. Hört sich jetzt träumerisch an, ist aber gemessen, dass das geht. Und hier seht ihr das mal, auch hier müsst ihr mir nicht glauben, das ist die Quelle, also das ist die Darstellung hier aus dem Beitrag, den ihr sehr leicht googeln könnt, der ist gratis als PDF verfügbar. Staatliche Förderung mit Budgetwirkung, also ne, im Jahr 2022, da seht ihr das zum Beispiel Befreiung von Förderabgaben oder Energiesteuervergünstigungen. Dieser Balken hier, das ist der, warum eben die Menschen, die hauptsächlich sich gegen Kohleabbau richten und da Blockaden machen und protestieren und sich an die Kante stellen und so weiter, da fragt ihr euch vielleicht, ja warum gehen die immer so auf die Kohle die ganze Zeit und nicht auf alles andere. Das liegt eben daran, dass hier noch sehr, sehr, sehr massiv diese Fördergelder reinfließen. Und das verstehen natürlich Menschen, die was jünger sind, nicht, weil die sagen, why? Ich meine, wenn schon sowieso kaum jemand mitmacht, privat, staatlich, auf Stadtebene und so, warum müssen wir jetzt auch noch Geld den Leuten geben, die das tun, was sowieso falsch ist? Also das ist dann wirklich schwer verständlich für junge Leute. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Und damit nochmal zu den sogenannten Kipppunkten, weil viele reden ja über Kipppunkte und dann sagen die einen, Kipppunkte gibt es nicht, die anderen sagen, Kipppunkte gibt es. Das ist total egal, ob es Kipppunkte gibt oder nicht. Ist völlig egal. Das Problem ist, dass in biologischen Zusammenhängen und auch in physikalischen Zusammenhängen gibt es immer irgendeinen Punkt, der überschritten wird und ab dem passiert was. Und zwar häufig schnell, manchmal aber auch langsam. Das heißt, biologisch gesehen, ich stehe ja in der biologischen Gesellschaft, spielt das gar nicht so eine große Rolle. Und hier könnt ihr mal sehen, warum. Weil es treten zum Beispiel hier chaotische Verhaltensweisen im
im System Erde, wenn man so will, also auf dem ganzen Planeten Erde auf, im Anthropozän. Das Anthropozän ist das Zeitalter, in dem wir leben, wo die Menschen alles bestimmen. Eine alte Grafik dazu kennt ihr vielleicht zum sogenannten Hot House Earth. Da sagt man, okay, hier war das Holozän, also die Zeit, wo alles noch so stabil war, habe ich euch vorhin gezeigt, die sehr, sehr lang gedauert hat. Ne? Die hat Zehntausende oder länger sogar von Jahren gedauert. Und da seht ihr eben, dass hier wäre es kühler, hier ist es so mittel stabil, das System Erde, weil super krasse Kälte ist natürlich auch nicht gut. Und hier ist jetzt die Hitze. Und dann rollt hier, man könnte euch so eine Kugel vorstellen, also das ist die Zeit, hier ist früher, wo der grüne Punkt ist, hier ist jetzt. Und dann rollt jetzt hier so eine Kugel runter und irgendwann könnt ihr das Rollen der Kugel, ne, das Stoßen gegen die Wand könnt ihr nicht mehr aufhalten. Das ist schon lange bekannt. Da die erste Studie davon, die ist schon seit ein paar Jahren draußen. Aber jetzt haben Kollegen und Kolleginnen das mal nachgerechnet mit neueren Daten. Es kommen ja, wie gesagt, immer neue Daten raus. Und jetzt könnt ihr hier sehen, das ist das Verhalten des Systems Erde. Stabiler oder weniger stabil. Und das ist eben dieses Holozän. Also das Holozän ist die ruhige Zeit, in der es mal wärmer und mal kälter war und wo alles, was wir so als normale menschliche Geschichte in den letzten, nehmen wir jetzt mal 5000 Jahren oder so kennen, so, ne, da gab es immer wieder Wetterkatastrophen, auch mal Klimakatastrophen und so, aber nicht in dem Maße, von dem wir jetzt im heißesten Sommer, den es jemals gab in der Geschichte der Menschheit, hatten. Und da seht ihr jetzt über die Zeit, also das ist jetzt die Zeit mit den Aufspaltungen, die dazu führen, dass das Verhalten nicht nur einfach dazu führt, dass unsere Kugel hier irgendwie runterrollt und nicht mehr aufzuhalten ist und dann in so einem Hot House Earth, also so einem Hitze-Treibhaus landet, was wir nicht mehr steuern können. Egal, ob es ein Kipppunkt ist oder nicht. Wenn ich es nicht mehr steuern kann, ist mir egal, ob es ein Kipppunkt war oder nicht. Und hier seht ihr das, hier haben die mal ausgerechnet, wie chaotisch die Systeme werden. Und da seht ihr, das zweigt sich immer weiter auf. Vielleicht kennt ihr diese Mandelbrotmengen und Mandelmännchen und Julia-Mengen und so weiter. Die sind ja wunderschön und da könnt ihr immer weitermachen und die zweigen sich immer wieder auf und immer weiter auf und immer weiter auf. Und dieses weiter aufzweigen, das ist jetzt keine Selbstähnlichkeit hier, sondern es geht darum, dass in diesem Falle durch diese ständigen Aufzweigungen gibt es immer größere Schwankungen in dem System Erde. Das heißt, hier war es stabil, da war das eine Linie, ne, wenn ihr das hier darstellt. Und dann irgendwann kann das eben im Sinne eines Kipppunktes, also sprunghaft, kann das sehr schnell ansteigen und dann super chaotisch werden. Ist gleich Waldbrände, Schlammwalzen, Dürre, Blitze, alles Überflutungen und so weiter. Oder es muss gar nicht so schlagartig gehen, sondern es kann auch ein bisschen langsamer gehen und dann durch die ständigen, sagen wir mal, Aufzweigungspunkte, ne, wird das immer chaotischer und immer schlechter vorhersehbar und das kostet sau viel Geld. Jedes Mal, wenn wieder was hin und her schwankt auf der Erde, das seht ihr jetzt gerade, kostet das häufig Milliarden Dollar, Euro oder was auch immer ihr für eine Währung nehmt. Da sagt ihr jetzt vielleicht, ja gut, das ist eine Simulationsberechnung, ne? Also hier ist es noch stabil und dann wird es immer unstabiler. Ja, aber ich habe euch jetzt die ganze Zeit, 90 Minuten lang, habe ich euch gezeigt, dass es eben nicht so ist, sondern dass das schon passiert ist. Also wir sind schon in diesem chaotischen Verhalten drin, gemessen. Ne, ihr erinnert euch, Blitze, Überschwemmungen, Waldbrände, ich weiß, ich wiederhole es immer wieder, Meeresspiegelanstieg und eben das schon genannte Abschmelzen und nicht wieder Erholen des Meereises. Ich sage es jetzt, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es nicht mehr hören. Das Meereis erholt sich nicht mehr. Nur weil das an irgendeiner Stelle passiert und da das Eis zunimmt, heißt das überhaupt nichts, weil die von Satelliten und von sehr vielen Forscherinnen und Forschern, auch aus Deutschland, habe ich euch vorhin gezeigt, gemachten Messungen deutlich zeigen, dass das Eis insgesamt immer dünner und immer weniger wird. Das ist gemessen. Ich weiß nicht, warum das immer wieder kommt, dass an irgendeiner Stelle das Eis zugenommen hat. Also verstehe ich einfach nicht. Und nur mal, damit ihr mal seht, von was wir hier reden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt interessant findet oder nicht, aber ihr wisst ja, ich baue gerne mal ein kleines Video ein. Das hier ist Washington D.C. und die Gebäude, weiß ich nicht, ob ihr die so kennt, also das Weiße Haus und da gibt es so eine große, so ein Hinkelstein, so eine Art Hinkelstein, der da sehr, sehr groß steht, so ein großes Denkmal. Und hier haben die Kollegen von der NASA haben mal dargestellt, wie viel Eis verloren gegangen ist seit 2002. Durch die Klimaerwärmung. Ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet, aber wir gucken es uns mal an. Also es ist eine unvorstellbare Menge Eis, die weg ist und sich nicht mehr erholt. Egal, was irgendjemand sagt, eine kleine Messung hervorzaubert, die aber untergeht, also durch statistisch, mathematisch untergeht, nicht durch Meinung. Das ist eine gute Messung, aber sie ist eine Einzelmessung und geht unter in den anderen Messungen. Das kann ich euch hier mal zeigen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es eindrucksvoll findet, aber das Blaue, was ihr gleich seht, dieser Kubus, hier ist dieser Hinkelstein.
Das ist die Menge Wasser, die verloren gegangen ist seit 2002. Die wird also immer größer, immer größer, immer größer. Ich weiß nicht, also einfach mal so, finde ich super krass auch. Ne? Also klar, das alleine ist jetzt, das heißt jetzt für sich genommen nichts, aber nur damit ihr mal einen Eindruck davon kriegt, das könnt ihr euch alles auf der NASA-Seite angucken, also climatenasa.gov, die habe ich schon erwähnt, da sind diese ganzen Grafiken drauf. Jetzt kommen wir nochmal zu ganz neuen Sachen und dann zu, wenn ihr wollt, noch zu Fragen von euch und dann auch noch zu ein paar Lösungen natürlich. Die insgesamte Widerstandskraft des Regenwaldes hat leider stark abgenommen. Und zwar werdet ihr gleich sehen, so viel Regenwald, wenn man das jetzt auf den gesamten Regenwald nimmt, da ist nur ein Fünftel verloren. Aber das führt dazu, dass dann eben auch sehr, sehr viele biologische Netze zerreißen und dann viel mehr kaputt geht, wenn man so will, wie die Straßenbäume in Berlin, um jetzt mal ein ganz, ganz simples Beispiel zu nehmen. Hier wurde das jetzt mal berichtet, auch wieder in der Nature Climate Change, die kennt ihr schon. Es ist ganz klar, dass wenn man die biologischen Netze misst, dass die Wälder, je mehr davon verloren geht, insgesamt schwächer werden. Es ist also nicht so wie bei einer Torte, dass ihr sagt, okay, wir sind jetzt 8 Gäste und okay, weiß ich nicht, jetzt sind 10 Leute unerwartet gekommen, ich habe ja 8 Stücke gemacht, dann schneiden wir so ein bisschen was ab, dann verteilen wir das, dann passt das schon. So ist das nicht. Sondern hier ist es so, dass wenn ihr was abschneidet, geht von dem Rest was verloren. Also das wäre so, als ob ihr von einer Torte, nehmt ihr ein Stück raus und dann von dem Rest, der da ist, der wird schwächer und weniger. Ne? Bei Torte ist das nicht so. Die Torte bleibt, wie sie ist. Aber im Regenwald ist ein lebendes System. Da ist das so, da bricht das also zusammen. Und das betrifft die Artenvielfalt und auch die Fähigkeit, Kohlenstoffdioxid zu speichern. Das ist bewiesen, das ist gemessen. Diese Anthropozän-Einflüsse übrigens, die hier immer wieder erwähnt werden, das will ich jetzt hier in der Lenin Society mal erwähnen, das ist eine Studie, in der das mal erwähnt wird, dass das also immer schneller wird, habt ihr gerade gehört, ne? Man nimmt was vom Regenwald weg, dadurch stirbt der andere Regenwald noch schneller. Dieser Begriff des Anthropozäns stammt von einem deutschen Forscher, das möchte ich hier mal vorstellen, weil wir in der Lenin Society sind, von Ernst Haeckel. Ernst Haeckel hat, der auch die Kunstformen der Natur gemacht hat, mit den sehr schönen Zeichnungen, die da drin sind, der hat den Begriff das erste Mal verwendet, das habe ich in der Veröffentlichung gefunden, hier von Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahr 2020. Da steht es schon, Ernst Haeckel, Ancient Forest, der hat sich natürlich wie Alfred Russel Wallace, den ich schon erwähnt habe, auch mit Bäumen und Wäldern beschäftigt und das Anthropozän. Und der hat den Begriff tatsächlich geprägt, der Ernst Haeckel. Hier seht ihr eine Veröffentlichung vom Kollegen Uwe Hossfeld von der Universität Jena, der das hier auch mit anderen nochmal nachgeguckt hat. Und die haben auch geschaut, wie Ernst Haeckel sich eben zu der Einwirkung, weil der auch aus aller Welt Tiere und Pflanzen gesehen hat, wie der sich dazu geäußert hat. Und der hat das eben dann Anthropozän getauft. Also von dem stammt dieser Begriff. Hier seht ihr Ernst Haeckel, also so eine ganz klassischen Forscherweise, schon wieder so ein alter weißer Mann mit Bart und so weiter, ne? Mit so einem Schädel in der Hand und seinen Büchern und dem Skelett im Hintergrund. Ich war bei seinem 100-jährigen Jubiläumstag, war ich in Jena an der Uni, also da könnt ihr das sehen. Da war so eine kleine Ausstellung, wo man ihn gesehen hat als junger Mann. Hier ist eins seiner Bücher, die heute für sehr viel Geld gehandelt werden. Aus dem der Begriff des Anthropozäns stammt. Das ist die natürliche Schöpfungsgeschichte hier in 2 Bänden. Das ist nicht die erste Auflage. Natürlich, manche Leute sind dann auch so, bewahren dann seinen Hut auf. Hier, das ist sein Hut, den könnt ihr auch noch sehen in Jena. Und hier sind diese Kunstformen der Natur, die manche von euch vielleicht schon mal gesehen haben. Die könnt ihr auch bei Taschen, dem sehr guten Verlag aus Köln, könnt ihr die auch kaufen. Und von dem stammt auch das Gesetz, was manche vielleicht im Biounterricht gesehen haben, dass der Anfang der Entwicklung von den Säugetieren, dass der sich immer ähnelt. Also egal, ob ihr hinterher ein Fisch oder ein Mensch werdet, dass das am Anfang immer sehr, sehr gleich aussieht und das ist so ein Grundgesetz, nennt man das, jetzt nicht wie das Grundgesetz der Juristen und Juristinnen, sondern in unserer biologischen Welt. Das war die Ausstellung, die Ines war da auch mit. Da gab es auch sehr, sehr schöne Glasmedusen und so weiter zu sehen. Hier, da waren wir da. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Webseite mal angucken. Und tatsächlich hat der Deutsche Ernst Haeckel also den Begriff Anthropozän geprägt in dem Buch, was ihr gerade gesehen habt, nämlich der natürlichen Schöpfungsgeschichte. Nur damit er das auch mal hört, das ist also keine amerikanische Erfindung. Damit kommen wir jetzt so langsam wirklich zum Ende. Ich hatte schon mal vorgestellt, dass sehr viele Länder wirklich versuchen, den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft zu vermindern. Ihr habt gesehen, es passiert nicht. Es wird weniger, ne? So ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es völlig, dass überhaupt nichts passiert. Aber es passiert bei weitem nicht genug. Und vor allen Dingen, was immer vergessen wird, ist, wir müssen das Land schützen. Wir müssen riesige Landflächen freigeben als Wasserspeicher, damit die Hitze nicht so drauf
aufknallt und gespeichert wird, und um Insekten, Würmern, Vögeln und Menschen die Möglichkeit zu geben, die natürlichen Netze aufrechtzuerhalten. Es geht nicht nur alleine um das CO2. Und die Städte, die das planen, die planen das halt immer so bis 2060, 2050. Das wird auf keinen Fall reichen, wenn wir mal sehen, mit welcher Geschwindigkeit es jetzt gerade dieses Jahr vorangeht. Und ihr seht dieses Video, sagen wir mal, im Jahr 2030, dann werdet ihr staunen, dass ich hier vorne so stehe und das einfach alles so erzähle und die Geschwindigkeit immer zunimmt und irgendwie gar nicht so viel passiert ist, wie hätte passieren können. Und das gilt natürlich auch für das Eis. Ich möchte hier nochmal auf eine neue Studie hinweisen. Das ist die letzte Studie, die ich hier nochmal in dem Nichtlösungsteil zeige. Die ist von Juli 2023. Also die ist auch ganz, ganz, ganz neu. Da könnt ihr euch, falls ihr jetzt immer noch jemanden trefft, der sagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Der Marc hat hier lauter Messdaten und lauter weltweite Studien vorgezeigt. Ich glaube das aber trotzdem nicht. Dann könnt ihr wirklich mal euch einfach eine so eine Studie nehmen, zum Beispiel die hier. Und da könnt ihr sehen, dass man mit Messmethoden, hier zum Beispiel mit Isotopen, eben wirklich auch sehr gut zeigen kann, wie stark und welcher Geschwindigkeit die Gletscher abnehmen. Zum Beispiel hier über einen Zeitraum von 16.000 Jahren. Ne? Also das ist jetzt neu hier in dem Vortrag. Ich habe euch jetzt auch mal ein bisschen so Daten geschildert, die auch sehr, sehr weit zurückgehen. Und da braucht jetzt keiner mehr wirklich mehr zu kommen. Und ich habe euch die Gründe auch geschildert ausführlich, dass er sagt, ja, in meiner Kindheit war es auch mal warm oder kalt. Dann sagt ihr, ja, da hast du recht. Können wir jetzt bitte wieder über die Messungen reden? Das hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass wir damals noch im Holozän sozusagen waren, in der Zeit, in der das noch nicht chaotisch war, das Verhalten. Hast du recht, damals war es mal wärmer und mal kälter und da war das alles nicht so schlimm. Stimmt, ist gemessen, neues Thema. Jetzt reden wir über den Juli 2023 und den August und den Herbst und dann die Jahre, die kommen. So, zum Abschluss die Lösungen. Dazu habe ich schon viel gesagt, ich will nur so ein paar kleine Teaser geben. Gestern sind wir mit dem schönen Zug gefahren. Ride Against Climate Change war da sehr gut drauf. Wie viel spart überhaupt Zugfahren? Weil wir uns das immer anhören müssen. Es spart sehr, sehr viel. Hier nehmen wir mal aus dem Guardian, nehmen wir mal die Meldung, die ist relativ neu. Carbon Emissions from UK Rail Trains, also das ist ja, war ja im United Kingdom hier, das ist an Euston Station in London. Da stehen wir gerade und sind mit diesem Zug gefahren. Und da könnt ihr sehen, das bringt sehr, sehr viel. Man kann das ganz genau ausrechnen. A trip from Edinburgh to London, also von Schottland nach London, das ist so eine mittlere Strecke so für europäische Verhältnisse. Zum Beispiel am 3. Juli 2023, die 60 Dollar Pfund kostet mit Trainline, also da ist sogar noch so eine Gebühr drin, so eine Verwaltungsgebühr, also ist also ein Preis, den man vielleicht für so eine weite Strecke hinnehmen kann. Der dauert 4 Stunden 40 Minuten und wenn man das nachrechnet, dann sind das 12,5 Kilogramm CO2 per Passenger und das ist wirklich wenig, weil wenn ihr mal, das könnt ihr jetzt mal selber ausrechnen, zum Beispiel mit Opodo oder mit anderen, also mit Waiting Times und mit Checking Times, dann kommt ihr auf 131 Kilogramm. Also das ist schon mal ganz ordentlich, ne? Also ihr würdet beim Fliegen 131 Kilogramm Kohlenstoffdioxid verbrauchen und mit dem Zug 12,5 Kilogramm, auch wenn ich dafür immer viel geschmäht werde. Ich gebe richtig viel Geld dafür aus, auch für Klimakompensationen und zwar nicht von irgendwelchen Quatschprojekten, die einfach abfackeln, also wo Bäume stehen gelassen werden, dann sagen die, okay, gib mir das Geld, ich lasse die Bäume stehen. Ja, klar, das ist auch Klimaschutz, sondern ich gebe das nur ausschließlich zertifizierten, spendengeprüften Projekten, die direkt das CO2 messbar einsparen, indem sie Lebensumstellungen in armen Ländern durchführen, wo messbar ein Jahr später das Kohlenstoffdioxid wirklich gespart wurde und nicht, wo dann der ganze Wald zwischendurch mal abgefackelt ist. Und das könnt ihr mittlerweile überall ausrechnen, bei der Deutschen Bahn, bei den bei Opodo überall. Hier seht ihr zum Beispiel, da sind wir nach London mit dem Eurostar gefahren. Hier steht es auch, jetzt auf Französisch. Aber einmal mit dem Eurostar fahren spart, wenn ihr 13 Flüge. Also wenn ihr fahrt, habt ihr quasi so viel verbraucht wie 13 Flüge. Das bringt was. Das ist kein Scheiß mit dem persönlichen, in der Tat, öffentlichen Personennahverkehr. Und manche Länder versuchen jetzt was zu machen, mal sehen wie. Ich habe euch vorhin gezeigt, viele Länder gehen auf 2050, 2060. Ich denke, die Zahlen zeigen, dass es nicht reicht. Ich stehe hier im heißesten Sommer aller Zeiten gerade. Und ihr auch. Hier Schweizer und Schweizerinnen stimmen für CO2-Neutralität bis 2050 und das finde ich gut, weil das ist jetzt nicht von Regierungsseite und auch nicht von irgendwelchen Laberköpfen, die bei Industriekonzernen aus der Werbeabteilung irgendwas erzählen, was messbar gelogen ist oder nicht umgesetzt wird, sondern wir reden jetzt hier davon, dass die gesamte Bevölkerung dafür stimmt. Und das finde ich gut. Also das halte ich für eine sehr, sehr gute Lösung. Also ÖPNV massiv selber benutzen und natürlich staatlicherseits ausbauen, aber auch selber benutzen. Wenn ihr nicht benutzt,
dann wird er nicht ausgebaut. Und das Zweite ist, die gesamte Bevölkerung muss dafür sein oder ein Großteil der Bevölkerung, das finde ich super. Dann natürlich das schon mehrfach genannte Begrünen von Häusern, Gärten und übrigens auch den Ritzen zwischen den Pflastersteinen. Ich weiß, da denkt ihr, das bringt doch nichts. Doch, es bringt sehr viel, weil alleine die Gartenfläche, die wir in Deutschland haben, so groß ist wie die Naturschutzgebiete in Deutschland. Wenn ihr da die Wiesen hochwachsen lasst und nicht mäht, einmal im Jahr mäht, dann ist das super. Habt ihr sehr, sehr viel gewonnen, sowohl Schwammstadt, Wasser, Klima indirekt, Wetter, persönliches Wohlbefinden, ne? Im Schatten des Baumes trinkt sich die Limo besser, weil da die Temperatur sehr viel niedriger sein kann. Das habe ich im letzten Vortrag geschildert. Und natürlich dieses Hochwachsen. Nochmal, ihr müsst es nicht auf dem Putz hochwachsen lassen. Das ist in Deutschland immer ein Riesenthema. Ihr könnt davor Metalldrähte spannen und andere Pflanzen da hochwachsen lassen. Das Problem ist gelöst. Ich will dazu jetzt nichts mehr hören. Das Problem ist städtebaulich, gartenbaulich, landschaftsbaulich, architektonisch gelöst. Macht's einfach. Ne? Dann passiert das auch. Dann brüten auch wieder Vögel da drin vielleicht und so weiter. Und sehr schöne Aktion, die auch Riesenaufregung erzeugt hat, war diese Aktion, die wahre Kostenaktion von einem sehr großen deutschen Discounter. Die haben dann mal die echten Preise, wo sie dann das Kohlenstoffdioxid, also die Kosten fürs Klima, wenn man so will, damit reingerechnet haben. Das war der Penny. Das hat eine Riesenaufregung erzeugt vor vor einer Woche oder so war das. Ich weiß nicht, wo das Problem jetzt ist. Also ich meine, sie haben jetzt einfach mal für diese Produkte hier, haben sie den wahren Kostenpreis ermittelt, haben das angeboten. Ich weiß, was gibt es denn jetzt da aufzuregen? Das ist der echte, wissenschaftlich ermittelte Preis, den es in Wirklichkeit die Gesellschaft kostet. Was gibt es da rumzubitschen? Keine Ahnung. Es ist einfach nur eine wissenschaftliche Messung, die jetzt mal in dem, was alle immer sagen, ja, man müsste mal was tun. Ja, der Penny hat es gemacht. Der Penny hat was getan. Das ist sehr gut. Beide Daumen hoch. Ja, also entweder man tut was oder man tut nichts. Oder man tut nichts und sagt, man tut was. Wollt ihr so sein wie die großen Firmen? Wollt ihr sagen, ja, ich werde demnächst mal ein bisschen mehr versuchen, ne. Dann seid ihr genau wie die Firmen, über die ihr euch vorhin aufgeregt habt. Dann redet ihr, macht's aber nicht. So wollt ihr doch nicht sein. Also macht's doch einfach so, dass ihr das, was ihr sagt, auch tut. Das bringt ihr doch euren Kids und Großenkeln und so auch bei. Enkelkindern auch bei. So, das war die Aktion mit den wahren Kosten. Für die, die das Video später sehen oder in Österreich oder in der Schweiz, die kennen das vielleicht nicht. Also der große Supermarktkette, Discounterkette, also wo die Waren preiswert sind, Penny, hat das also hier gemacht. Hier seht ihr die Waren, Fruchtbio-Joghurt, Käsescheiben, Mozzarella, Würstchen aus Tiergewebe, Mozzarella-Scheiben, Wiener, Schnitzel und so weiter. Haben die dann hier einfach mal diese echten Klimakosten draufgelegt und das war's. Also finde ich, warum denn nicht? Ne? Und dann wurde das auch ausgewiesen, hier könnt ihr das sehen, normaler Verkaufspreis zum Beispiel 2,49 hier für den Käse, dann plus Klimakosten, also damit ist CO2 gemeint, 84 Cent, Wasserverbrauch 12 Cent, Bodenverbrauch 76 Cent. Hier könnt ihr übrigens auch sehen, wie viel das ist, was ich am Anfang gezeigt habe. Die Ernährung ist der Schlüssel für die privaten Menschen. Ne? Ihr seid auch die Regierung, weil ihr die wählt, aber heute Abend, jetzt könnt ihr euer Verhalten ändern und eben auf die klimafreundlichen, also pflanzlichen, regionalen, saisonalen Lebensmittel umgehen. Und dann Gesundheitskosten, das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das gemacht haben. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Nämlich, ihr wisst ja, dass die Ernährung mit den nicht pflanzlichen Lebensmitteln gesundheitsschädlich ist. Und natürlich, dass die Hitze, die immer stärker wird, das habe ich am Anfang erwähnt, auch sehr viele Leute leider tötet. Also Zehntausende in den letzten Jahren gemessen. Nur, übrigens nur in Zentraleuropa, nicht weltweit. Das alles kann man auf die Gesundheitskosten rechnen. Es kostet ja auch alles Geld, Menschen zu behandeln. Und dann kommt ihr eben von 2,49 € auf 4,84 €. Finde ich auch nicht toll, dass es mehr kostet. Finde ich total scheiße. Aber das sind die echten Kosten. Also ich verstehe nicht genau, warum geht jemand hin und sagt, ich möchte mich gerne umweltfreundlich verhalten, aber ich möchte nicht die echten, wissenschaftlich ermittelten Kosten tragen. Das tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass ihr keinen Bock habt oder dass ihr weniger Geld habt. Aber die Ines und ich, wir haben ja unseren Kochkanal, ne? Also wo Ines kocht, in vielen Anführungsstrichen. Und da könnt ihr das sehen, dass wir ernähren uns super preiswert, mit Hülsenfrüchten übrigens sehr oft, habe ich am Anfang auch erwähnt. Es ist super lecker, es macht super viel Spaß und wir verzichten auf gar nichts, sondern wir haben bessere Gesundheit und bessere, wie soll ich sagen, Umweltbedingungen dabei. Also
Ihr seht das nochmal bei Gesundheit zum Beispiel, wie gesund ein Produkt beim Verzehr ist, ist nicht die Hauptsache, sondern es geht um gesundheitlichen Schäden, ne? Wie gerade schon gesagt, die durch Tierhaltung und Ammoniak entstehen, die durch die Tierhaltung und das Ammoniak entstehen, gar nicht um die reinen Gesundheitskosten, dann hier der Boden, durch die Verschlechterung der Qualität des Bodens und natürlich den Verbrauch, dann Wasser habe ich schon ausführlich geschildert heute und Klima habe ich schon lang genug offen geschildert. Und das hier, das ist zum Beispiel in New York, da könnt ihr das sehen. Also so ein ganz normales Boden, wie ich weiß nicht, Graffito oder wie man das nennen möchte, oder eine Schablonensprayerei. Also Go Vegan, das ist natürlich bekannt. Und jetzt komme ich kurz nochmal zum Regenwald. Da, das hört sich natürlich gut an, hatte ich vorhin schon geschildert, im amazonischen Gebiet. Amazonasgebiet im Regenwald ist der Waldverbrauch so stark gesunken wie vor 6 Jahren. Also okay, ist ein bisschen gesunken. Und es wurde versprochen beim letzten Klimagipfel, dass die Deforestation, also der Waldabbau, bis 2030 ganz aufhören soll. Okay, jetzt haben wir 2023. Stell dich mal vor, ihr seid ein Geschäftsmann. Dann sagt ihr jetzt, oder eine Geschäftsfrau, dann sagt ihr, okay, in 7 Jahren vielleicht, mal sehen, ob die Regierung das dann macht, aber ne, ihr wisst schon, versprechen kann man viel, aber dann habe ich jetzt noch 7 Jahre. Wo ist die, also ich verstehe den guten Willen, ich respektiere den guten Willen, aber so wird es nicht klappen. Und das war die Meldung, von der ich gerade gesprochen habe. Ungefähr 1/5 des Regenwaldes ist weg. Und jetzt habt ihr gerade die andere Studie gesehen. Wenn ihr was wegnehmt, ist es nicht wie beim Kuchen, dass wenn ihr 1/5 wegnehmt, dann sind noch 4/5 Kuchen da. Sondern wenn ihr 1/5 vom Regenwald wegnehmt, dann geht der Rest des Regenwaldes dadurch kaputt, dass die biologischen Netze zerfallen, dass Wasser nicht mehr gespeichert wird und so weiter. Also es ist leider so, jetzt kommt die schlechte Nachricht, leider ist der Tipping Point erreicht. 1/5 des Regenwaldes sind vernichtet. Oder verbraucht oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das ist leider sehr, sehr schlecht, weil dadurch ist jetzt genau dieser Kipppunkt oder dieser Punkt erreicht, wo der Regenwald sich nicht mehr aus eigener Kraft erhalten kann. Also da seht ihr schon, hört sich geil an, ne? Bis 2030 wird kein Regenwald mehr abgeholzt. Ja, bis dahin ist er aber komplett kaputt oder so kaputt, dass er nicht mehr wiederherstellbar ist. Die Begrünung habe ich ja schon angesprochen, gerade eben und auch schon mehrmals heute. Ich will es euch wirklich nur noch mal ans Herz legen, das ist dasselbe Bild wie gerade noch mal. Das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Methode, die ihr im Nahfeld problemlos machen könnt. Da gibt es zahlreiche Berichte auf unseren Webseiten, beim NABU, überall, wie ihr das machen könnt. Es gibt, wenn ihr euch mehr für die Gesundheitssachen, die ich gerade angesprochen habe, nämlich die Kosten für die menschliche Gesundheit interessiert, kann ich euch sehr empfehlen, mit der Planetary Health Alliance zu sprechen, da bin ich auch dabei. Die sorgen sich darum, wie es den Menschen in den ärmeren Ländern geht, die keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben, aber gleichzeitig natürlich von diesem Klima, Wasser, Boden, Schlamm, Blitz und allen anderen Veränderungen getroffen werden. Wenn euch das interessiert, redet mit denen, die haben einen super Newsletter, die sind weltweit vernetzt und haben auch in der Nature, also in der hochrangigen Zeitschrift, haben die Kollegen und Kolleginnen, die da schon was veröffentlicht haben und dann da mitmachen. Und hier seht ihr das. Die Beweislage im Moment, das stammt jetzt aus der Nature, spricht dafür, dass wir nicht dieses ruhige Gerade haben werden, was ich euch vorhin gezeigt habe, sondern wir werden in diese chaotischen Prozesse kommen. Und das betrifft natürlich auch das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem und die weltweite Zusammenarbeit der Menschen. Und das wird die große Herausforderung, nämlich der soziale Kipppunkt. Wenn alle Leute sagen, ja, ist doch gut, wenn weniger Insekten auf meinem Auto Lack sind, was ich euch am Anfang gezeigt habe, ja, dann kommen wir nicht weiter. Also man müsste sagen, okay, Insekten waren noch nie ein Problem. Wenn ich die auf meinem Auto Lack habe, dann kann ich die mit Seifenwasser einweichen lassen und oder notfalls mit dem Kercher, weiß ich was, mit irgendwas halt kriege ich, ne, das ist nicht so ein Problem. Im Vergleich dazu, dass unsere Welt verschmurgelt und absäuft und unbewohnbar wird. Jetzt habt ihr es wirklich heute mal gesehen. In der größten Katastrophe, die Menschheit jemals erlebt hat. Also nach diesem Vortrag hoffe ich, dass ihr die Messdaten auch mal in euch einsickern lasst und nicht immer nur von Meinungen, Ängsten, Hoffnungen, Wünschen, Politik und sonst was redet, sondern es sind halt die Messdaten. So sieht's aus. Es gibt auch interessante Fortschritte hier in China, wurde zum Beispiel, weil immer China, 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 wisst ihr ja, dass hier ist die größte Windturbine der Welt, steht schon, ist aufgerichtet worden und liefert Energie für 36.000 Haushalte. Also je nachdem, wie groß eure Stadt ist, sagen wir mal, ihr wohnt in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, dann würden also 3 von diesen Windturbinen schon reichen. Natürlich haben die Windturbinen auch ihre Probleme, ne? Aber wir müssen jetzt mal was tun. Wenn die Erde weiter so aufheizt, dann brauchen wir uns auch gar keine Gedanken mehr über Windturbinen, Insekten auf Autos, menschliche Gesundheit, wahre Kosten oder das Eis machen und den Gletscher, weil dann können wir so, wie wir als Kultur gelebt haben, nicht mehr leben. Ne? Deswegen, wenn wir eine gute Lösung, die zumindest in die richtige Richtung führt haben, dann müssen wir sie auch durchführen. Und ihr habt es ja vielleicht gehört, der Strom wird gerade billiger, genau deswegen,
weil die Preise sinken. Hier könnt ihr das sehen. Börsenstrompreis am Spotmarkt, das ist eine von Juli 2022 bis Juli 2023, also ganz aktuell, könnt ihr also sehen, wie der Strompreis sinkt. Hier ist Juli 2022, also vor einem Jahr und einem Monat. Und dann sinkt der Strompreis immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist Juli 2023, also jetzt vor 4 Wochen. Und das ist der Preis in Megawattstunde. Also hier ist viel, hier ist teuer, hier ist billig. Und jetzt wird der Balken immer kleiner, das heißt, es wird immer billiger. Und Berechnung ist, dass es eben von den erneuerbaren Energien kommt. Es wird also billiger, der Strom, ne? Nicht teurer, wie viele befürchtet haben. Ich denke, damit will ich es mal belassen. Vielleicht nur noch zum Abschluss nochmal die Meerestemperaturen, weil das wirklich immer wieder höre ich. Ja, in der Tiefe ist das Wasser ja doch noch kalt und dann vermischt sich das vielleicht. Ne? Ja, die Korallen sind aber schon zum Großteil tot. Also irgendwie scheint das ja nicht so einfach zu sein. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Das ist ja bei Climate Nasagov, könnt ihr euch das einfach mal angucken, wie sich die Temperaturen über die Zeit verändern. Rot ist halt wärmer und kalt ist kälter. Ich will jetzt euch nicht schon wieder durch die nächste Grafik durchführen, weil ihr wahrscheinlich jetzt so viel schon gehört habt. Aber das könnt ihr alles durch, ich weiß, es hängt euch zum Hals raus, Millionen von Messdaten könnt ihr das selber euch dargestellt prüfen. Und da wurde ich mehrmals nachgefragt, ihr könnt die Daten selber einsehen. Alle wissenschaftlichen Daten sind verfügbar und auch für euch zugänglich, für jeden. Wie ihr schon gehört habt, das Eis wird schmelzen. Das ist auch wieder aus der Nature Climate Change. Das ist eine ganz, ganz neue Veröffentlichung. Die ist am 10. August online erschienen, also jetzt vor 4 Tagen erst. Da könnt ihr es nochmal sehen, nur für die. Das ist heute so ein bisschen so ein roter Faden, dass das Eis dann doch nicht schmilzt und der Meeresspiegel dann doch nicht steigt und so. Das ist nicht so. Hier sind die Kollegen und Kolleginnen aus der Universität Bern. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich will das ab und zu mal erwähnen, wo die Kollegen und Kollegen kommen. Also aus dem Physikalischen Institut, Klimaänderungsinstitut, wenn man so will, also Climate Change Institute. Also Climate Intervention on High Emissions Pathway could delay but not prevent West Ice Sheet Demise. Und jetzt kommt das allerletzte, und ich weiß gar nicht, ob die Ines das schon gehört hat. Und zwar habe ich mir gedacht, wovon reden die denn hier? Was meinen die denn mit Climate Intervention? Also welche Intervention soll es denn sein? Außer das, was ich schon gesagt habe, halt keine fossilen Ölquellen und alles, was ihr jetzt die ganze Zeit schon gehört habt. Die zeigen hier so eine Studie, ne? Also was passieren könnte, wenn man eben nach den verschiedenen Klimamodellen, also hier ist der Meeresspiegelanstieg, 2,5 Meter, 0 Meter. Und hier ist nochmal in einer anderen Studie, das ist das westarktische Shield hier, das ist AIS, andere Ice Shield. Also das hier sind die Umrisse, die ihr da seht. Und hier seht ihr, da geht es auch nochmal von 0 Metern Meeresanstieg, jetzt aber bis 4 Meter Anstieg. Das hängt mit den Rechenmodellen zusammen. Das ist das Jahr 3000 und das ist das Jahr 3000, das ist das Jahr 2000, das ist das Jahr 2000. Und hier sind wir 2023, hier ist 2400. Und ihr könnt schon sehen, wenn wir so weitermachen, dann steigt das halt super fix an. Also bis hier, ne, fängt das dann an, spätestens 2100, 2200, dass das super rapide ansteigt. Und das möchte man nicht. Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen davon in die Bern, haben was ausgerechnet, wie man das also verlangsamen könnte. Ne? Was für meine Begriffe biologisch jetzt auch nicht so interessant wäre, aber natürlich, sagen wir mal, für die nächsten 3, 4, 5 Generationen macht es natürlich einen Unterschied. Jetzt kommt das Letzte, das Allerletzte. Dann habe ich gegoogelt. Das Weiße Haus hat eine Studie rausgegeben, die ist erschienen vor 2 Monaten, wie man die Erde verdunkeln könnte. Also könnte man nicht einfach das Sonnenlicht abschirmen. Wenn die blöde Sonne immer so runterknallt und durch die Treibhauswirkung des Kohlenstoffdioxids und Methans und so weiter wird alles aufgeheizt, dann könnte man das doch machen. Der Kongress, also der US-amerikanische Kongress, hat eine Studie rausgegeben, wie man die Planeten Erde vor Sonne schützen könnte, indem man irgendwas in die Luft bläst, was die Luft dunkler macht. So klar. Also das funktioniert tatsächlich. Haben wir ja vorhin schon geredet. Wenn ihr Teerkügelchen bei einem Feuer habt, nimmt das mehr Hitze auf. Und wenn ihr was in die Luft tut, wo die Sonne nicht mehr so rankommt, an die Teerkügelchen, an die Erde, an eure Hauswand, die ihr bemalt habt und so weiter mit schwarzer Farbe oder schwarzem Beton, klar. Aber dass das jetzt tatsächlich schon wissenschaftlich und von Regierungsseite überlegt wird, da könnt ihr euch vorstellen, was jetzt passiert. Irgendeiner wird jetzt auf die Idee kommen, weil uns fliegt ja gerade alles um die Ohren, habt ihr jetzt gehört, die ganze Zeit. Und dann kommt irgendeiner auf die Idee und sagt, ja okay, komm, dann verdunkeln wir jetzt den Himmel. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Das geht nicht gut, weil wie wollt ihr das steuern? Das ist völlig unmöglich, das zu steuern. Und ihr habt schon gesehen, kleinste Temperaturänderungen, auch ins Kalte, können natürlich sehr schwere Folgen bewirken, besonders wenn man sie auf einmal macht. Es läuft im Moment noch der Film Oppenheimer.
Die Älteren von euch, die sagen wir mal über 50 sind, die erinnern sich vielleicht noch dran, ein großes Problem bei Atombombentests und Explosionen war auch zwischendurch immer, dass dann die ganze Asche in der Luft war. Und dann gibt es nicht nur den nuklearen Winter im Sinne von, dass dann durch die Strahlung, wie bei Tschernobyl, bei dem Atomkraftwerk in der Ukraine was kaputt gegangen ist, dass dann durch die Strahlung die Pilze ungenießbar sind und so weiter, oder man selber davon in irgendeiner Weise durch die Luft oder sowas betroffen ist, sondern dann habt ihr einen echten Winter, dann wird es nämlich auch noch kalt. Und jetzt, so einfach ist das leider nicht. Also das zu steuern, um wie viele 0, so und so viel Prozent gerade Abkühlungen jetzt uns gerade weltweit genehm werden, bei sich ständig verändernden Luftströmungen, die ja, wie ihr mitbekommen habt, teilweise sich abrupt ändern können, teilweise auch wie so Hitze- oder Kälteglocken irgendwo sind, das habt ihr heute ja auch gesehen. Also wie das funktionieren soll, das entzieht sich, glaube ich, der ingenieurstechnischen Kunst. Guckt euch aber die Veröffentlichung an, die ist sehr gut, ne? Also das ist eine super Veröffentlichung, nichts dagegen. Ich war halt nur erstaunt, dass das sowohl wissenschaftlich als auch politisch schon längst passiert ist. Denn das ist das große Thema von meinen Vorträgen immer, es ist alles schon passiert. Ich rede nicht davon so lalala irgendwann mal, sondern das ist, wir sind gerade mittendrin und die, das habt ihr alles gesehen. Folgende Erderwärmung habe ich euch ja versprochen. Ne, weil wir jetzt gerade von den kleinen Unterschieden reden. Bei plus 9,5 Grad haben wir schon, Extremwetterereignisse sind häufiger und heftiger. Das habt ihr die ganze Zeit gesehen heute, das haben wir schon längst. Dann 2021, also vor 2 Jahren, haben wir die 1,1 Grad schon erreicht. Also plus 1,1 Grad gegenüber die Grundlinie, die ihr jetzt alle schon kennt. Weniger Ernteerträge in den Tropen und weniger Nahrungsmittelversorgung. Habt ihr zwischendurch ja auch mal erlebt, hatte aber auch politische Gründe. Dann bei 1,5 Grad, die wir auf jeden Fall jetzt sehr bald erreichen werden, noch mehr Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürreperioden. Da haben wir uns schon alle dran gewöhnt. Ich weiß noch nicht, wie das bezahlt werden soll, alles das wieder zu reparieren. So, dann reden wir mal weiter. 2 Grad Celsius, die kommen werden, auf jeden Fall. Manche Sommer sind so heiß, dass hinausgehen tödlich sein kann. Wir haben das hier in London schon erlebt. Die Stadt heizt sich natürlich wahnsinnig auf, weil es hier keine Feuchtigkeit und keine Bäume und keine Begrünung gibt. Da sind wir mal bei 41 Grad oder so rausgegangen. Ne? Da bin ich sofort wieder reingegangen. Also wirklich kein Witz, wie im Comic. Tür auf, Tür wieder zu, okay, das war's. Und dann habe ich mich erst mal 8 oder 9 Stunden hingelegt, weil ich konnte auch nicht mehr stehen. Also ihr macht euch keinen Begriff davon, wie das ist, wenn ihr das noch nie erlebt habt. Das ist dann bei ab plus 2 Grad. Natürlich hohes Risiko von Nahrungsmittelknappheit. Und der derzeitige Pfad, also das ist das, was in Wirklichkeit messbar jetzt passiert. Das ist das, was bereits durch unsere Handlungen sicher stattfindet, ist der, dass wir bei 3,2 Grad landen bis 2100. Ne? Da, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid jetzt 60 Jahre alt, dann sagt ihr, ja, 2100, ne? Who cares? Ne? Aber wenn ihr 2020 geboren seid oder 2010 oder im Jahr 2000 und noch Kinder oder Enkel haben wollt, betrifft euch das aber ganz gewaltig. Hohes Risiko einer unkontrollierten Erderhitzungsspirale, das heißt, da könnte eigentlich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Es wird dann auch, wie gesagt, durch diese chaotischen Ereignisse wird das alles nicht mehr steuerbar. Dürren, Hungersnöte für Milliarden von Menschen. Also bis dahin werden wir vermutlich 10 Milliarden Menschen haben. Wenn da so ein paar Milliarden verhungern, wow, müsst ihr euch mal vorstellen. Und Chaos und Kriege ist natürlich klar, weil alle Kriege natürlich von Nahrungsmittel- und Rohstoffverteilungskriege sind und geostrategische Kriege. Hier ist das Filmchen dazu von Scientists for Future, da könnt ihr das nochmal sehen. Wir hören immer, dass die Geschichte geschrieben wird von Colonizers wie hier und so weiter. Und hier seht ihr jetzt die Kohlenstoffdioxid-Level und die Temperatur. Wenig Kohlenstoffdioxid, kalt, die kennt ihr schon, die Grafik. Und jetzt ist es nochmal zusammengebracht, Temperatur plus Kohlenstoffdioxid. Paff, in allerkürzester Zeit knallt das hoch. Hier sind wir bei 8 Milliarden Menschen und ich zeige es euch nochmal. Und wenn wir dann 10 Milliarden Menschen sind, die natürlich noch mehr verbrauchen und erzeugen und so, wird es natürlich krasser. Also hier, das war die Grundlinie. Das war 1880 ganz am Anfang. Dann hat das hier geschwankt, das Kohlenstoffdioxid. Und hier geht es auf einmal radikal hoch seit den 1950er Jahren. Und da sind wir jetzt. Wie gesagt, 1,1 Grad haben wir schon überschritten. 1,5 Grad ist auch nicht mehr zu erreichen. Und wir sind bis jetzt auf dem Weg in die 2,3 Grad. Weil ich hier das erste Mal und vielleicht auch das letzte Mal in meinem Leben am Präsidentensessel der Lenin Society of London, der ältesten, ihr könnt es schon mitsprechen, weltweit operierenden biologischen Fachgesellschaft im Herzen von London bin. Bitte, 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 macht doch endlich mit. Ich möchte jetzt nicht mehr hören, ja, ich würde gerne und ich könnte mal und ich werde demnächst ein bisschen mehr darauf achten. Why? Es war der heißeste Sommer aller Zeiten. Dankeschön. Ich hoffe, es sickert bei euch auch ein.
Und das sind die Gemälde, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Das ist Charles Darwin, der die Evolution erstmals ausführlich beschrieben hat, zusammen mit Alfred Russel Wallace daneben. Und diese beiden haben die Evolutionsüberlegungen erstmals hier in der Linnean Society of London, wo ich hier gerade stehe, vorgestellt. Und ohne die beiden, besonders durch dieses super fleißige Datensammeln von denen, also das Messen, was ihr jetzt hier auch gesehen habt, wäre das natürlich alles, tja, schwer vorstellbar gewesen, dass gerade auch in der Biologie so eine Massendatensammlung auch mal Schlagkraft erhält, weil natürlich aus religiösen Gründen die Überlegung von Charles Darwin, die er auch sehr gescheut hat, sehr, sehr gescheut hat, und von Wallace, dass die Menschen irgendwie in diesem natürlichen Kreislauf inklusive der Evolution drin sind, das war ein Ding. Das war ein Ding. Das war genau dasselbe dicke Brett wie das, glaube ich, was wir heute alle gesellschaftlich durchbohren müssen, dass wir einfach verstehen müssen, dass die Daten aussagekräftig sind. Dankeschön. Tschüss.